Ja, so. Moin nochmal. Ja, herzlich willkommen herzlich in Hamburg, willkommen. Kampnagel, Lage live. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es ist einfach wunderbar, mal wieder mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein. Absolut. Es ist also wirklich ganz toll, dass ihr da seid. Also ich bin immer noch total überwältigt. Ja, ja, ist schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Wir haben das gerade nochmal überlegt. Ne? Januar 2020. Januar 2020. Es war die letzte Lagetour quasi. Ja, nee, es ist ganz, ganz toll, dass ihr da seid. Und es ist einfach auch ein ganz besonderes Erlebnis, die Lage nicht im Studio aufzunehmen. Also nichts gegen unser Studio, das ist schon nett. Aber und es ist auch einfach eine schöne Atmosphäre dort. Aber es ist doch wirklich nochmal ein ganz anderes Gefühl, mit euch zusammen zu podcasten, so das unmittelbare Feedback zu spüren und so ein bisschen Ping-Pong zu spielen. Und wir haben natürlich auch neben der eigentlichen Podcast-Aufnahme noch so einen klitzekleinen, oder eigentlich zwei kleine Bonustracks. Bonustracks, genau. Der eine Bonustrack, den ich gerne hätte, hast du nochmal dieses WLAN-Passwort hier von dir? Achso, ja, ich schon. Ja, ja. Tipp doch mal auf 8. Ja, okay. Klick doch mal auf 8 und dann nochmal gucken, was hier so geht. Sonst muss ich jetzt irgendwie rüber. Yes. Und Share. Share. Ja? Sharing is caring. Oh, ja, there you go. Okay, alles klar. Gut, so. Super. Jetzt kann ich hier auch an dem Ding arbeiten. So. Genau, also bevor das richtig losgeht, also wir machen ja hier, wie ihr vielleicht schon leicht den Verdacht gehabt habt, eine Podcast-Aufnahme heute. Aber bevor es losgeht, noch ein paar kleine Hinweise. Also nach der Aufnahme machen wir dann immer noch so eine kleine Fragerunde. Wir nennen das AMA von Ask Me Anything. Und wenn ihr Fragen haben solltet, dann könnt ihr die mailen an die E-Mail-Adresse AMA wie Ask Me Anything @lagedernation.org. Wichtig ist aber, ihr müsst die Frage in die Betreffzeile schreiben. Also keine Romane, keine Gedichte, sondern einfach nur eine knackige Frage in die Betreffzeile, bitte. Denn wir schauen einfach gar nicht in die Mails. Ja, wir lesen sie in so einer Übersicht, wo wir nur die Subject-Zeilen lesen, die Betreffzeilen. Das heißt, das wäre großartig, wenn ihr das alles da reinpackt. Und dann gehen wir so 15, 20 Minuten noch durch die Frage. Genau. Dann gibt es noch so ein bisschen was auf dem Laptop noch ist. Aber das ist noch geheim. Was ich nochmal fragen wollte, wissen wollte, wer von euch ist länger als 100 Kilometer angereist? Wow. Das sind doch ein paar. Ja, das ist doch schon so jeder Zehnte. Wer von euch ist unter 30? Wo ich sagen, so okay. Knappe Hälfte. Eher ich ein bisschen mehr. Ne? Ja, da oben sogar deutlich mehr. Ja, genau. Eher ein bisschen mehr. Wer von euch ist über 50? Ah, nee, ich bin ja nicht gefallen. Wow, das ist doch einiges. Also es ist total spannend, wie sich das auch so im Laufe der Jahre verändert hat. Also als wir so die ersten Lage-Live-Events gemacht haben, da waren wir so die Ältesten im Raum. Ich glaube, da sind wir fast immer noch. Und jetzt nochmal, wie gesagt, keine Pflicht zur Antwort, aber es wäre schön. Wer von euch hört die Lage auf Spotify? Oh, das sind zu viele. Ja, das sind ein bisschen viele. Nee, also das außerhalb des Protokolls nochmal, das ist gar keine gute Idee, ist eine ganz schlechte Podcast-App. Ja, sagt es nicht weiter, aber das wirklich, wir werben ganz bewusst dafür, dass man eine richtige Podcast-App einsetzt, weil das einfach viel, viel komfortabler geht. Also ihr werdet sehen, die Lage ist noch viel geiler, als ihr dachtet. Ja, so. Genau. lagedernation.org/apps. Ja, ja, genau, gibt es ein paar Hinweise. Genau, Spotify. Ach genau, das möchte ich auch nochmal wissen. Wer von euch würde sagen, er ist ein Mann? Das ist fluide. Das ist fluide. Ja. Wer von euch würde sagen, sie ist eine Frau? Ja. Hälfte, Hälfte, oder? Okay. Kommt das hin ungefähr? Ja, ja. So grob. Interessant. Ja. Okay, schön. So viel zur Demografie. Wir haben noch einen Hinweis. Chris Marquardt läuft hier rum, der macht ein paar Fotos von uns, von euch. Wenn ihr wirklich das nicht haben wolltet, dann gebt ihm einfach kurz ein Zeichen, dann nimmt er euch nicht mit ins Bild. Genau. Genau, Punkt. Und dann haben wir noch eine Bitte, und zwar ist das ja jetzt quasi die dritte Lage live, die wir in dieser Woche aufnehmen, und wir wollen aber natürlich auch noch einen Podcast veröffentlichen, immerhin sind wir ja Podcaster, und diese Lage, die wir hier heute Abend aufnehmen, das ist so quasi das Gerüst, ja, da werden wir aber noch so ein paar Schnipsel reinschneiden von den beiden anderen Lage live Shows oder Segmente, nennen wir es mal. Themen, ne? Also wir haben natürlich alle Shows unterschiedlich gemacht, und in München hatten wir andere Themen als in Dresden, ein bisschen hat sich das überschnitten. Aber wir nehmen jetzt die Hamburger Lage. Einfach die werden wir dann morgen Abend veröffentlichen, weil das natürlich jetzt Ukraine und sowas die aktuellste Ausgabe ist. Und deswegen wäre es einfach ganz schön, wenn wir jetzt sagen, hallo, herzlich willkommen zur Lage Nation, Lage live, herzlich willkommen.
dass ihr so tut, als hättet ihr uns noch nie gesehen und wären wir gerade reingekommen. Wenn ihr weißt, was ich meine. Also ein Applaus wäre schön. Wisst ihr, wir legen Wert auf Transparenz. Für die Akustik. Ne? Die anderen sollen ja mitkriegen, dass es eine Live-Show war. So. Genau. Gut, ich hätte jetzt fast gesagt, wenn es von euch keine Fragen mehr gibt, dann legen wir los. Aber die Fragen machen wir hinterher. Die Fragen machen wir hinterher. Ne? Genau, insofern. So. Jetzt musst du schweigen, Philipp. Ich muss schweigen. Und Knopfdruck noch. Ja, habe ich dir, Leute, im schönen Glück. Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 285. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Okay, dann machen wir es aber nochmal. Das Schöne ist ja, das ist ja hier nicht live, Philipp, wir schneiden das einfach. So, gar kein Thema. Das machen wir einfach nochmal. Das ist übrigens jetzt sehr authentisch, weil das natürlich in der Studiosituation schon auch mal vorkommt. Ne? Also Philipp schneidet die Folgen, wir schneiden praktisch nie inhaltlich was raus, aber wir polieren so ein bisschen die Ästhetik und so. Insofern jetzt mal konzentrieren. Ne? So. Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 285 vom 9. April 2022. Und nach 2 Jahren zum ersten Mal wieder eine Lage live. Ganz herzlich willkommen. Ja, wunderbar, dass so viele Leute aufgelaufen sind. Mein Name ist Philipp Banse. Ich bin Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist ganz toll, dass ihr da seid. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt. Es fühlt sich einfach ganz, ganz, ganz toll an, mal wieder mit Menschen im Saal zu podcasten und überhaupt mit so vielen Menschen zusammen zu sein. Schön, dass das, wenn auch unter strengen Auflagen, inzwischen wieder möglich ist. Genau, ein bisschen was zum Prozedere. Das ist jetzt ja hier die dritte Lage live in dieser Woche und wir nehmen aber das, was wir jetzt hier aufnehmen, als Grund einfach, weil es die aktuellste Aufnahme ist und ergänzen das um Themen, die wir in München und in Dresden besprochen haben. Also, dass das dann so ein wirklich umfassender Rundumschlag wird, was die Ereignisse hierzulande und in der Welt in dieser Woche angeht. Ich denke, das wird so ein richtiges, schönes 2-Stunden-Brett. Ne? Das wird es auf jeden Fall werden. Das wird es auf jeden Fall. Werbung. Und damit kommen wir zu unserem Thema und da müssen wir beginnen in dieser Woche mit ein paar Nachrichten aus Schilda, denn wir alle wissen, ich habe hier so ein bisschen blödes Screen-Setup. Also, ihr wisst ja, der Verkehrssektor emittiert immer noch viel zu viel CO2. Bei einem geht es runter, bei einem nicht, aber beim Verkehr geht es eigentlich immer hoch. Die Emissionen im Verkehr 2020, also vor knapp 2 Jahren, waren 146 Millionen CO2-Äquivalente, 146 Millionen Tonnen. Das ist nicht wirklich gesunken seit 1990. Muss man so sehen. Und dieser leichte Rückgang im Jahr 2020 dürfte wohl auch auf Sondereffekten der Corona-Pandemie beruhen. Die Zahlen für 2021 liegen noch nicht so ganz auf dem Tisch, aber mutmaßlich sind die Emissionen da schon wieder gestiegen. Und man muss natürlich einfach sagen, der Verkehr braucht sehr viel Erdöl. Ne? Erdöl ist einfach nur mal der Rohstoff, aus dem Benzin und Diesel hergestellt werden. Und ein beträchtlicher Teil dieses Erdöls kommt aus Russland. Die Probleme kennen wir, man kann es ein bisschen ersetzen, aber die Knappheit treibt eben die Preise. Und so fragen sich jetzt natürlich alle, wir haben zu viel CO2, es ist alles teuer, wir wollen irgendwie von Russland wegkommen. Wie machen wir das bloß? Wie können wir nur CO2 sparen, Öl sparen und von Russland wegkommen? Und das am besten auch noch sofort. Genau, und da muss man sehen, die einfachste Maßnahme wäre ganz einfach langsamer fahren. Warum ist das so? Na, manche Leute fragen sich ja, warum bringt eigentlich langsamer fahren was? Ne? Ja, wenn man langsamer fährt, dann fährt man ja eben auch länger. Dann braucht man eben länger auf der Autobahn zum Beispiel oder auf der Landstraße. Das heißt, man verbraucht dann zwar vielleicht ein bisschen weniger Sprit, dafür aber länger Sprit. Na, der Grund dafür ist physikalisch relativ einfach. Der Luftwiderstand beim Autofahren oder beim Lkw-Fahren, der steigt eben nicht proportional an mit der Geschwindigkeit, sondern grob gesprochen im Quadrat der Geschwindigkeit. Also, wenn man doppelt so schnell fährt, hat man nicht den doppelten Luftwiderstand, sondern etwa den vierfachen Luftwiderstand. Mit anderen Worten, Schnellfahren braucht exponentiell, nicht ganz, aber
jedenfalls deutlich mehr Sprit als etwas langsamer fahren. Und das Umweltbundesamt, Philipp, hat jetzt nochmal ganz genau nachgerechnet, was das denn eigentlich ausmacht. Genau, die hatten das ja schon früher mal berechnet, aber haben das jetzt mit Zahlen vom April, also jetzt wirklich gerade 2022, nochmal nachgelegt und auf der Grundlage nämlich von Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen von 2019. Und da haben die halt sich so die mittleren Geschwindigkeiten und Geschwindigkeitsverteilungen auf Bundesautobahnen genommen. Und das Ergebnis ist doch einigermaßen eindeutig. Also ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen würde 1,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das wäre immerhin ein Minus im Verkehrssektor von 5%. Ja, ein Tempolimit von 120 würde jährlich 2 Millionen Tonnen sparen. Das wären etwa 6,5% weniger Emissionen und ein zugegebenermaßen natürlich schon für jedenfalls für deutsche Gemüter relativ krasses Tempolimit von 100 würde gar 4,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Das wären also 14% weniger Emissionen im Verkehrssektor. Und dann gibt es noch die Stellschraube Tempo 80 auf Landstraßen, über die man mal nachdenken könnte. Ja, das brächte dann nochmal eine Million Ersparnis. Außerdem wäre es natürlich gut, weil da wahrscheinlich viel weniger Menschen dann sterben. Also Fazit vom Uber ist, ich zitiere mal, die Einführung eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen wäre ein kurzfristig realisierbarer, kostengünstiger und wirksamer, ist ja auch immer gut, wirksamer Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Verkehr. Zudem würde die Verkehrssicherheit und der Lärmschutz auch verbessert. So, und da fragt man sich natürlich, was bitte spricht denn gegen ein Tempolimit? Ja, wir sind natürlich in Deutschland, ne? Das spricht also, denke ich, natürlich schlagend gegen ein Tempolimit. Außerdem muss man natürlich sagen, man könnte auf der anderen Seite wenigstens mal vorübergehend Tempo 100 einführen, um es einfach mal auszuprobieren, quasi als Spezialsparmaßnahme während der Ukraine-Krise und dann in Ruhe hinterher evaluieren, was hat es tatsächlich gebracht, wie viele Verkehrstote haben wir eingespart, wie viel Sprit haben wir eingespart. Aber schon etwas länger wissen wir jedoch, Philipp, ein Tempolimit geht leider überhaupt gar nicht. Ein Tempolimit geht einfach nicht aus mehreren Gründen. Wir zählen die gleich auf. Der erste ist aus Mitmenschlichkeit. Was haben wir letzte Woche im Deutschlandfunk erfahren? Da war zu Gast der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Herr Huben. Und der antwortete auf die Frage des Deutschlandfunk-Moderators doch einigermaßen überzeugend, warum es nicht mal ein temporäres Tempolimit geben kann. Es gibt nun verschiedene Forderungen, wie dieses Energiesparen konkret umgesetzt werden könnte. Beispielsweise mit einem Tempolimit 100 auf der Autobahn. Ist ja ein einfacher Weg und würde das Autofahren zugleich noch sicherer machen, oder? Ja, das wäre genauso, wenn wir vorschlagen würden, Heizung nur bis 14 Grad. Das ist auch ganz einfach. Da. Ganz klare Sache, haben wir auch in der Lage schon besprochen. Ja, aber das ist ein Gebot der Mitmenschlichkeit. Es ist ein Gebot der Mitmenschlichkeit und deswegen muss man es einfach auch zweimal sagen. Also wir stehen hier auf Menschenrechte. Deswegen haben wir uns gedacht, so ein valides Argument, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Immerhin kommt es, wie gesagt, vom wirtschaftspolitischen Sprecher und die kennen sich mit Menschenrechten ja aus. Ja. Aber in dieser Woche sollte nun auch den Letzten noch klar geworden sein, es geht neben der menschenrechtlichen Seite auch einfach technisch nicht. Sorry, schöne Idee mit dem Tempolimit, ist aber leider nicht machbar. Richtig. Und auch dieses Schlagenargument kommt aus Kreisen der FDP, nämlich von keinem geringeren als Volker Wissing, dem Bundesverkehrsminister. Wissing sagte hier der Hamburger Morgenpost, er halte nichts von einem Tempolimit, nicht mal temporär, weil, Zitat, das ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Man müsste entsprechende Schilder aufstellen, wenn man das für 3 Monate macht und dann auch wieder abbauen. So viele Schilder haben wir gar nicht auf Lager. Okay. Und ich meine, also, na ganz ehrlich, Philipp, das dürfte jetzt auch die letzten Zweifler überzeugen. Ja. Tempo 100 geht nicht, weil die Schilder fehlen. Wir haben in Deutschland mal wieder ein Hardware-Problem. Ja, wir haben ein Hardware-Problem. Ich meine, ist klar, wieso fahren die Leute in Ortschaften alle 50? Weil alle 3 Meter ein Schild steht. Ganz genau. Alle 3 Meter an jeder Ecke steht Schild 50. Ne? Als wir jetzt vom Hotel hier rübergefahren sind, ich habe mitgezählt, 247 Schilder alleine auf den Parkkilometer. Also keine Chance, ne? Ohne diese Schilder geht es natürlich nicht. Okay, ihr habt es gesehen, wir haben es echt überrissen. Natürlich stehen innerorts praktisch keine Schilder, außer wenn ein noch strengeres Tempolimit gilt, zum Beispiel in einer 30-Zone. Ja. Und dementsprechend würde so ein Tempolimit natürlich auch auf Autobahnen ohne Schilder funktionieren. Ne? Wenn Tempo 100 einheitlich gilt, dann gilt eben Tempo 100. Man müsste nur einige Schilder verstecken, nämlich die Schilder, die höhere Geschwindigkeiten als 100 erlauben. Also wenn da zum Beispiel irgendwo ein 120 oder ein 130 Schild steht, das müsste man dann verstecken. Aber Philipp, das klingt jetzt nicht so richtig komplex. Nee, das klingt nicht so richtig komplex. Man kann einfach einen Müllsack drüber machen. Klebeband drum und dann sieht das keiner mehr. Und die entscheidende Logikfrage diese Woche war natürlich, wieso brauchen wir auf Autobahnen
Tempo 100 Schilder, um ein Tempolimit einzuführen, wenn wir in Orten keine besonderen Schilder brauchen, um Tempo 50 als Standard einzuführen? Und diese Frage wurde der Sprecher von Volker Wissing auch in der Bundespressekonferenz gefragt. Die machen da immer so Pressekonferenzen und es lag natürlich so ein bisschen auf der Hand. Und der Sprecher von Volker Wissing hat eine Antwort gegeben, die wir euch jetzt mal in voller Länge präsentieren müssen, weil sie ihre Überzeugungskraft erst so im Laufe der Antwort voll entfaltet. Ich denke, der Minister wollte deutlich machen, dass eine solche Maßnahme für 12 Wochen nicht, oder dass er eine solche Maßnahme für 12 Wochen nicht für sinnvoll hält und andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Stärkung des ÖPNV, den Vorzug gibt. Herr Alexandrin, wieso bedarf es zur Durchsetzung eines Tempolimits eigentlich neuer Verkehrsschilder? Wenn ich mich nicht irre, dann gilt Tempolimit 50 innerorts, auch ohne dass an jeder Straßenecke ein entsprechendes Schild steht. Wieso begründet Ihr Minister sozusagen die Unmöglichkeit einer Durchsetzung mit dem Mangel an Schildern? Ich glaube, das habe ich gerade eingeordnet. Nee. Doch. Also, bedarf es zur Durchsetzung eines Tempolimits tatsächlich neuer Schilder, wenn andere Tempolimits in Deutschland ohne diese Schilder auskommen? Ich habe dazu gesagt, was ich Ihnen sagen wollte. So. Na, also, mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren, so klingt Ideologie. Ja? Ja. Das ist das Ende der Argumentation. Es gibt einfach kein Argument, außer wir brauchen dazu viele Schilder. Und da haben wir uns natürlich einfach gefragt, was macht denn die FDP da? Was steckt eigentlich dahinter? Oder jetzt mal etwas zugespitzt formuliert, für wie blöd hält die FDP eigentlich die Menschen in Deutschland? Jeder weiß, dass innerorts keine 50 Schilder stehen, mit von Ausnahmen abgesehen. Warum also wollen Sie uns erzählen, wir bräuchten das mit einmal auf Autobahn? Tja. Also ich meine, gut, es liegt so ein bisschen auf der Hand, finde ich, dass die da die individuellen Rechte und Vorlieben und Freiheiten oder man könnte auch sagen den Egoismus der Autofahrer ganz nach vorne stellen und das, was die Gemeinschaft im Kern eigentlich braucht, ein bisschen nach hinten stellt. Die Argumente zeigen, ihnen sind Argumente eigentlich egal. Es ist einfach ein Glaube, ein Mantra, das sie vor sich hertragen und man kann das vertreten. Ich halte das für falsch, man kann das vertreten, aber was mich daran aufregt, ist diese Verlogenheit, dass sie etwas behaupten, dafür überhaupt keine Argumente vorbringen, nicht mal sich die Mühe geben, irgendwelche Argumente vorzubringen und die wahren Argumente und Abwägungen zu verschleiern. Nämlich für uns, für die FDP, ist das schnelle, unbegrenzte Fahren auf der Autobahn ein Freiheitsrecht, das sollen wir den Leuten nicht nehmen. Und wir sind dafür, wir die FDP, sind dafür bereit, fast jeden Preis zu zahlen. Menschenleben, CO2, Rohstoff, egal, Hauptsache die Leute können schnell fahren. Das wäre die ehrliche Argumentation. Die überzeugt halt niemand. Du kannst ja auch die Umfragen dir ansehen, selbst unter CDU-Leuten, glaube ich, sind zum Teil, weiß ich jetzt nicht genau, aber bundesweit oder bevölkerungsweit, glaube ich, ist es klar, die Leute, die Mehrheit ist für ein zumindest temporäres Tempolimit. Also ich würde zum Beispiel denken, Philipp, wenn man das so ehrlich sagen würde, dann hätte das sogar noch eine gewisse Überzeugungskraft für sich. Denn sagen wir mal, vom verfassungsrechtlichen Ansatz her hat die FDP ja einen Punkt. Ne? Also der Begründung bedürfen eben nicht die Freiheiten, die man sich nehmen will, sondern der Begründung bedürfen immer Einschränkungen von Freiheiten. Im Ansatz hat die FDP einen Punkt. Im Ansatz darf man eben auch verfassungsrechtlich gesehen so schnell fahren, wie man will. Und wenn der Staat hier eine Regel aufstellen will, dass man eben nicht schneller fahren darf als, I don't know, 100, 120, 130, dann muss der Staat dafür gute Gründe haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, so furchtbar tief ist dieser Grundrechtseingriff nun wiederum auch nicht, ne? Denn man kommt ja trotzdem noch an sein Ziel. Aber wie gesagt, man könnte wenigstens, so wie du es gerade skizziert hast, ehrlich sagen, uns ist das schnelle Fahren auf der Autobahn so eine Art Supergrundrecht und wir halten das quasi für unantastbar, so knapp nach der Menschenwürde. Das wäre wenigstens eine ehrliche Argumentation. Ja? Aber zu dieser Argumentation sind Sie nicht bereit und dann erfinden Sie so einen Bullshit mit diesen Schildern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, damit sollten wir die FDP nicht durchkommen lassen, denn wie gesagt, Sie haben eigentlich bessere Argumente. Ne? Dieses Grundsatzargument, die Freiheit bedarf nicht der Begründung, sondern die Einschränkung der Freiheit, das könnten Sie bei der Gelegenheit ja wenigstens mal machen. Ja, aber der Punkt ist ja, das Manöver, was Sie hier machen, ist ja, Sie, genau aus dem Grund, Sie entziehen sich ja der Argumentation. Genau, Sie entziehen sich der Argumentation. Wenn Sie Argumente bringen würden, dann würden Sie sich auf eine Argumentation einlassen. Und dann würde man sagen, was wäre alles hier aufgesehen, CO2 und Tonnen und Öl und so weiter. Dann wären Sie in einer Argumentation. Der entziehen Sie sich mit sowas aber. Habe ich alles gesagt, mehr sage ich nicht. Und ist ja wie bei minus 14 Grad
in der Wohnung. Das ist so quasi die Basta-Politik, ja. Ne? Ja, wir kommen zum zweiten Thema und das habt ihr wahrscheinlich schon geahnt. Wir müssen nochmal in die Ukraine blicken, denn der Krieg hat da diese Woche, ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt, eine neue Phase erreicht. Also wir haben im Laufe dieser Woche eine ganze Reihe brutalster Grausamkeiten erleben müssen und bezeugen müssen. Und denn die russische Armee hat auf ihrem Rückzug zumindest aus Raum Kiew, Nordukraine, doch eine unglaublich blutige Spur der Grausamkeiten hinterlassen. So muss man es wohl sagen. Und was natürlich immer im Hintergrund steht, ist die große Sorge, dass Butscha, der Ort, der da, wie soll ich sagen, ganz besonders im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, dass Butscha eben nur einer von vielen Orten ist, ne, wo es zu solchen Grausamkeiten gekommen ist. Und dass wir dann, wenn die russische Armee vielleicht noch aus anderen Landesteilen vertrieben wird, noch weitere ähnliche Massaker feststellen. Aber fangen wir einfach quasi exemplarisch und weil es vielleicht auch am besten dokumentiert ist, mit Butscha mal an. Das ist ein Vorort nordwestlich von Kiew. Ende März, so circa am 30., 31. März, zog die russische Armee dort ab. Die ukrainischen Truppen zogen natürlich nach, besetzten dann befreiten diese Landesteile und dann wurden dort über 400 Leichen gefunden, allein in einem Ort. Ja, und ihr habt wahrscheinlich auch diese Bilder gesehen, man konnte ihnen sich nicht so richtig entziehen. Die Menschen lagen auf der Straße, lagen neben ihrem Fahrrad, die Hände waren zum Teil auf dem Rücken gefesselt. Die Einkaufstaschen mit den frisch eingekauften Produkten lagen noch neben ihnen. Die wurden zum Teil in Gullis geworfen. Sie wurden aus Massengräbern ausgebuddelt. Zum Teil hatten sie Spuren von Folter. Viele wurden erschossen. Es wurden Augenzeugenberichte mittlerweile gehört, nach denen massenhaft Frauen vergewaltigt wurden und von Panzern überholt wurden. Man kann das alles gar nicht aussprechen. Aber ich glaube, man muss es trotzdem aussprechen. Die New York Times hat ein Video veröffentlicht. So ein Drohnenvideo, ja. Wo ein Schützenpanzer, russische Schützenpanzer, einen Radfahrer erschossen haben, einfach so. Weil, warum, weiß man nicht genau, aber es sieht so aus, einfach weil es ging und weil der Radfahrer zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und das war ein Video der ukrainischen Armee, aber die New York Times hat das verifiziert und unabhängig verifiziert. Und wir müssen und können davon ausgehen, dass es den Tatsachen entspricht. Ja, trotzdem denke ich, lohnt es sich schon einmal ganz kurz noch darüber nachzudenken, einen kleinen Schritt zurückzutreten und sich schon mehr als nur für eine rhetorische Sekunde der Frage zu stellen, ob das denn jetzt wirklich russische Soldaten waren, die diese massenhaften Grausamkeiten begangen haben. Denn das ist einfach, glaube ich, für die politischen Folgen und auch später für die rechtlichen Folgen wichtig. Und man muss einfach sehen, im Krieg ist die Wahrheit nun mal das erste Opfer. Ja? Und die Prüfung, wie es wirklich war, wer es denn jetzt tatsächlich war, ist nicht so ganz einfach. Und vor allem, wir waren natürlich auch nicht dabei. Wir haben also keine eigenen Erkenntnisse. Und man muss es so deutlich aussprechen. Also Russland zum Beispiel streitet die Verantwortung für die Massaker in Butscha rundheraus ab und die russische Position ist, das sei alles mit viel Geld und viel Aufwand nachgestellt und gefälscht. Ja, kann man auch nachlesen, bei Telegram gibt es so einen Kanal, der heißt MOD, also Ministry of Defense in Englisch, und das ist der offizielle oder einer der offiziellen Kanäle des russischen Verteidigungsministeriums. MOD Russia. MOD, ja, die nennen das Englisch, weil der Kanal auf Englisch ist. Achso, MOD also English. Englisch. Okay. Genau, ich glaube, so heißt das, genau, nein, weiß ich nicht. Ihr werdet das finden und da sind viele bizarre Posts zu finden, unter anderem die Behauptung, not a single local resident was injured during the time when Butcher was under the control of the Russian troops. Also kein einziger Zivilist wurde verletzt, als Butcher unter der Kontrolle der russischen Armee war. Die Videos, so die Behauptung der russischen Seite, seien mit viel Geld gefälscht. So, und das sind jetzt quasi die beiden Seiten. Die ukrainische Armee rückt nach, stellt fest, hier liegen überall Leichen, die Russen haben Massaker begangen. Und auf der anderen Seite sagt die russische Seite, nein, haben wir nichts mit zu tun, die Ukrainer war es. So, also haben sich JournalistInnen weltweit daran gemacht, die Beweise, die vorliegenden Erkenntnisse zu prüfen. Und man muss sagen, hunderte JournalistInnen waren inzwischen vor Ort, haben sich selber ein Bild gemacht, haben mit Augenzeugen gesprochen, haben die Leichen gesehen. Und wir wollen jetzt dieses sogenannte Debunking, ja, also quasi dieses Nachprüfen, inwieweit das tatsächlich der Wahrheit entspricht oder was da genau der Wahrheit entspricht, nicht im Einzelnen nachzeichnen, aber doch wenigstens so ein paar Beispiele dafür bringen, warum wir glauben, dass diese Vorwürfe der ukrainischen Seite im Großen und Ganzen zutreffen. Philipp, denn die New York Times hat ja das Massaker gerade von Butscha mit relativ hohem Aufwand rekonstruiert. Ja, weil die Behauptung der russischen Seite ja unter anderem auch war, diese Leichen lagen da gar nicht, als wir da waren und die wurden erst später da platziert. Und deswegen hat die New York Times Satellitenbilder genommen und geschaut, was sehen wir denn?
zur Zeit der russischen Besatzung in Butscha. Die waren jetzt wohl nicht so hoch aufgelöst, dass man tatsächlich auf den Straßen wirklich Leichen identifizieren konnte. Nee. Aber es waren eindeutig, sagen wir mal, Objekte auf den Straßen, die man als Leichen annehmen konnte. Und also, dann haben sie es. Also einfach irgendwie dunkle Flecken im Satellitenbild, die so 1,50 bis 2 Meter lang waren. Ja. Das sieht man ja schon. So, das sieht Und die lagen eben an ganz bestimmten Stellen. So, und dann kamen eben drei Wochen später Journalistinnen und Journalisten an und haben Fotos gemacht, haben Videos gemacht. Das sind die Bilder, die wir wahrscheinlich alle kennen inzwischen. Und ein Abgleich zwischen diesen Fotos und Videos später und den Satellitenbildern zeigt einfach, dass diese Objekte, die man nicht genau erkennen kann, eben genau an der Stelle liegen, wo später im Video zu sehen sind. Da gibt es zum Beispiel ein Video, da stehen irgendwie zwei Autos quer und da ringsherum liegen zwei, drei Leichen und da gibt es eben ein Satellitenbild, da siehst du Auto, drei dunkle Flecken. Und das Satellitenbild ist eben etwa 3 Wochen vor dem Abzug der russischen Seite entstanden und damit muss man sagen, liegt es jedenfalls extrem nah, dass die Leichen da eben auch 3 Wochen gelegen haben. Ja, und dann hat der Spiegel berichtet über Funksprüche, die der Bundesnachrichtendienst, also der deutsche Auslandsnachrichtendienst, der Auslandsgeheimdienst abgefangen hat. Nicht wahrscheinlich, oder man weiß es nicht genau, direkt in Butscha, aber auf jeden Fall Region Kiew. Und das waren Funksprüche russischer Soldaten untereinander. Und der Inhalt dieser Funksprüche war, die Soldaten informierten sich quasi gegenseitig, wenn sie Menschen erschossen hatten. Und die sprachen darüber, so schildert das der BND, wir haben es nicht gehört, als sei das was völlig Alltägliches. Ja. Als sei das einfach Business as usual. Und die Bewertung des BNDs ist, diese Zitate, die sie da abgefangen haben, diese Funksprüche, die sie da abgefangen haben, die deuteten darauf hin, dass Morde an Zivilisten Teil des üblichen Handelns des russischen Militärs geworden seien. No big deal. Möglicherweise sei es gar Teil einer klaren Strategie, so der BND. Es gehe darum, unter der Zivilbevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten und den Widerstand zu ersticken. Ja, mehrere internationale Institutionen haben jetzt vor Ort Ermittlungen aufgenommen, um quasi Beweise zu sichern für mögliche spätere Strafverfahren. Zum Beispiel sind die Vereinten Nationen mit eigenen ErmittlerInnen vor Ort, auch die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch, die das zum Beispiel auch schon im Syrien-Konflikt gemacht hat. Eine alte Freundin von mir aus dem LLM in New York, aus dem Master zum Beispiel, arbeitet da bei Human Rights Watch in diesem Syrien-Team. Und weiß nicht, ob sie jetzt auch bei dem Ukraine-Team dabei ist. Und ukrainische Staatsanwältinnen sind da auch dabei, ermitteln und bereiten mögliche Anklagen vor. Also ich glaube, die Ermittlungen laufen noch, aber basierend auf dem, was da jetzt zusammengetragen wurde, glaube ich, können wir heute sagen, die Beweislast gegen die russische Armee ist erdrückend. Auch Bundeskanzler Scholz hat ja von einem Massaker im Bundestag gesprochen und ich glaube, es ist Konsens in der westlichen Welt, das war ein Massaker und es wurde verübt von russischen Soldaten. Soldaten haben einfach wahllos Hunderte von Menschen erschossen. Ja. Punkt. Und zwar, man hat so eine Ahnung, fast aus Spaß oder aus dunklem Kalkül. So, nun haben wir es in der Anmoderation eben oder der Einleitung zu diesem Thema schon gesagt. Im Laufe der Woche jetzt erhärtete sich der Verdacht, dass Butscha, so furchtbar es war, auch kein Einzelfall war, sondern es wurden jedenfalls in ähnliche Richtung deutende Hinweise aus anderen Orten gefunden, zum Beispiel, Philipp, aus dem Ort Makariv, das ist wohl auch in der Nähe von Kiew. Auch in der Nähe von Kiew, der Bürgermeister sagt, 132 Zivilisten seien erschossen worden, haben sie aufgefunden in Massengräbern. Das ist, wie gesagt, noch basierend auf der Auskunft eines Bürgermeisters, das muss man halt nochmal überprüfen, aber es spricht auch da einiges dafür, dass das passiert. Und dann war natürlich dieser Raketenangriff auf den Bahnhof in Kramatorsk, wo es 50 Tote, wahrscheinlich über 50 Tote, über 100 Verletzte gegeben hat. Vor allem waren dort Menschen, die fliehen wollten, viele Frauen, viele Kinder, viele alte Menschen. Und Ukraine und Russland gaben sich jetzt bis Stand heute gegenseitig die Schuld. Man muss aber sagen, westliche Politiker und auch so Analysten aus der westlichen Welt sind eigentlich davon überzeugt, dass es sich dabei um einen russischen Raketenangriff gehandelt hat. Auch das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium, sagt, der Angriff in Kramatorsk, das war ein Angriff der Russen. Ja, also da gibt es so, wie das häufig so ist, dann bestimmte Hinweise, die in diese Richtung deuten. Das eine ist, dass da ein Raketenfragment gefunden wurde, wo einfach in russischer Sprache drauf stand, für die Kinder, ja. Kann man nur so in den Raum stellen? Ja, dazu muss oder man sagen, heißt es auf Ukrainisch genauso zufällig? Nee, das heißt auf Russisch schon, aber wenn du das jetzt schon ansprichst, also man kann auf Russisch für auf unterschiedliche Arten ausdrücken. Du kannst einmal sagen, dies ist ein Geschenk für die Kinder, so was nach ja dem Motto. Furchtbar sarkastisch was so, wäre, was oder so, zynisch, ne? Also das ist sozusagen für die ukrainischen Kinder. Du kannst aber auch sagen, das ist quasi die Rache für die
russischen Kinder, die angeblich von ukrainischen Nationalisten in der Ostukraine ermordet wurden. Das ist ja das Narrativ der Propaganda. Und so wie das auf dieser Rakete jetzt drauf stand, muss man das so verstehen, dass es eher als diese Rakete ist eine Rache für die Kinder, die angeblich in der Ostukraine von ukrainischen Nationalisten misshandelt, umgebracht, entführt wurden. Ja gut, ich sag mal, diese Zweideutigkeit gibt es ja letztlich im Deutschen auch. Ne? Gibt es auch, aber so wie das da geschrieben ist, man hätte das, wenn es sozusagen hier, die Rakete ist ein Geschenk für die ukrainischen Kinder, dann hätte man das anders ausgedrückt. Okay, ja. Na gut, auf jeden Fall, also das ist dann vielleicht nicht so ein ganz deutlicher Hinweis, aber ein CNN-Korrespondent schrieb dann so auf Twitter, der hat sich da mal angeschaut, was so die üblichen russisch oder pro-russischen Telegram-Kanäle in der Ukraine so schreiben, und er hat das so rekonstruiert, das können wir jetzt nicht neutral prüfen, das war teilweise mit Screenshots belegt, aber eben auch nicht komplett, dass also pro-russische Telegram-Kanäle diesen Angriff zunächst gefeiert haben mit dem Argument, man habe jetzt quasi einen Schlag getan gegen die ukrainischen Nachschublinien, und als dann aber klar wurde, dass es viele zivile Opfer gab, da wurde das Narrativ gewechselt, da schwenkte man um auf die Version, die Ukraine war es. Das kennen wir ja vom Abschuss des Fluges MH17, dieses niederländischen Passagierflugzeugs, das vor einigen Jahren über der Ostukraine abgeschossen wurde, jedenfalls mit einer russischen Flugabwehrrakete, wo dann der Streit tobte, wer hat denn diese Rakete letztlich abgeschossen, und da war auch das Narrativ der russischen Seite, das sei quasi die ukrainische Luftabwehr gewesen. Ja, also wir haben es gesagt, das ist eine neue Stufe des Krieges, und es wird immer deutlicher, dass dieser Krieg ein einziges, großes, monströses Verbrechen ist. Ein Angriffskrieg, ein Überfall auf die Ukraine, der aber wirklich von oben bis runter geht, bis zu den letzten Soldaten, die Kriegsverbrechen begehen, die absolut unmenschliche Grausamkeiten begehen, und eben nicht nur in einem einzelnen Fall. Ja, und ich finde auch daran das Erschütternde, dass es sich eben nicht in Anführungsstrichen nur um einen Eroberungskrieg handelt. Das wäre ja schon schlimm genug. Ja, ein Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot. Wir greifen mal einfach zu militärischen Mitteln, um unser Territorium zu erweitern oder irgendwelche anderen strategischen Ziele zu erreichen. Das wäre ja schon schlimm genug, aber das ist ja ganz offensichtlich nicht mal die eigentliche Motivation, sondern es geht hier eben darüber hinaus um einen Vernichtungsfeldzug gegen die ukrainische Nation als solche. Es richtet sich direkt gegen die ukrainische Kulturnation. Und wie kommen wir darauf? Na, ganz einfach. Diese russische Ideologie wird immer deutlicher, zum Beispiel in den letzten Tagen in einem Interview mit einem hochrangigen russischen Militär in einer russischen Zeitung. Ich meine, es war die Komsomolskaja Pravda, das ich dann wiederum gelesen habe in der englischen Übersetzung. Ich kann ja selber kein Russisch. Und dieser hochrangige Militär erläuterte da, also es geht jetzt hier gar nicht nur um einen militärischen Sieg, also der Sieg sei ohnehin unser, also der russischen Seite nicht mehr zu nehmen, aber es gehe eben nicht nur um einen militärischen Sieg, ja, sonst könne man ja auch die Zivilbevölkerung schonen. Nein, die Ukraine solle als kulturelle Nation vernichtet werden, sollte insgesamt unterworfen werden, daher zum Beispiel auch dieses dämonisierende Gerede von den Faschisten, das ja ursprünglich sich vor allem bezog auf die Regierung von Volodymyr Zelensky, das aber inzwischen ja auch viel breiter verwandt wird, im Grunde auch für ukrainische Zivilpersonen, und das Ziel wird einfach völlig deutlich. Das Ziel ist die völlige Unterwerfung unter russischer Herrschaft, und deswegen soll quasi die ukrainische Intelligenz ja mehr oder weniger ausgerottet werden. Das heißt also, entweder deportiert man die Menschen nach Russland oder man bringt sie um, zum Beispiel. Deswegen häufen sich ja auch die Berichte über gezielte Morde oder jedenfalls Entführungen zum Beispiel von Bürgermeistern oder anderen Führungspersönlichkeiten. Ja, also das Verhalten, was da jetzt von der russischen Armee offensichtlich wird in der Ukraine, steht einfach in einer sehr, sehr traurigen, aber eben auch schon jahrzehntealten Tradition der russischen Armee. Wir haben das in den 90er Jahren gesehen in Tschetschenien, wo auch nicht einfach nur eine Republik erobert werden sollte, sondern die wurde in Schutt und Asche gelegt. Da wurden mit Listen Leute entführt, umgebracht. Es wurde gezielt Terror verbreitet, der auch auf die eigenen Soldaten keine Rücksicht genommen hat. Also ich war da zu der Zeit in Russland, ein bisschen nördlich in Saratow, habe auch mit Veteranen, also mit Kindern fast geredet, die aus diesem Krieg zurückkamen. Die waren 18, 19 Jahre. Also Wehrpflichtige. Wehrpflichtige, die da in Tschetschenien gekämpft hatten. Und wir saßen zusammen, ich saß bei denen im Zimmer und saß eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so vor denen, und die haben kein Wort rausgebracht. Ich habe dann irgendwann mit den Müttern geredet, die haben dann so ein bisschen erzählt, was die mal so aus dem Krieg erzählt haben. Aber mit mir haben die nicht geredet. Die saßen einfach schweigend da. Ja, 30, posttraumatische Belastungsstörung. Völlig traumatisiert. Ja. Niemand hat sich um die gekümmert. Und das ist ja auch, und wenn man sich fragt,
fragt, woher kommt diese Rohheit, dann hat es wahrscheinlich viele Faktoren, aber ein Faktor ist definitiv die Kultur in der russischen Armee, der Dedovchina. Das bedeutet, wenn du als Wehrpflichtiger in die Armee kommst, wirst du geknechtet und versklavt von deinen Vorgesetzten. Du bist da quasi ein Nichts. Du musst für die Offiziere die Datschen bauen, du musst da den Flur schrubben, du wirst misshandelt, du wirst geschlagen. Niemand kommt dir zur Hilfe. Du bist da quasi freiwillig. Das ist dokumentiert und bekannt und bis heute nicht abgeschafft. Und das heißt, der Wert des Menschen, der Wert eines einzelnen Soldaten, das Maß an Grausamkeit, was da ganz früh etabliert wird, bin ich ganz fest von überzeugt, hat auch einen Einfluss darauf, mit welcher Grausamkeit diese Menschen in so einem Krieg vorgehen. Ja, betrachten wir noch vielleicht kurz die militärischen Entwicklungen der letzten Tage in aller Kürze. Russland hat sich aus der Nordukraine weitgehend zurückgezogen, inzwischen aus der Region Kiew, aber auch aus den Regionen etwas weiter östlich davon. Aber das wird ganz sicher nicht das Ende dieses Konflikts sein. Stattdessen werden die russischen Truppen jetzt im Osten zusammengezogen. Es gibt auch Berichte, dass einige 10.000 neue, weitere russische Soldaten in den Kampf ziehen sollen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky rechnet tatsächlich mit einer russischen Großoffensive im Osten des Landes und die Vermutung liegt nicht ganz fern, dass die russische Führung eingesehen hat, also die ganze Ukraine zu unterwerfen. Das wird jedenfalls zeitnah nicht funktionieren angesichts der massiven, insbesondere logistischen und aber auch strategischen Defizite und Probleme der russischen Armee. Aber wenigstens die Provinzen Luhansk und Donetsk will man doch offensichtlich unter russische Kontrolle bringen. Ne? Die sind ja bislang nur zum Teil quasi besetzt von den russlandtreuen Separatisten. Das ist jeweils so grob die Hälfte dieser Provinzen und diese Offensive scheint jetzt im Grunde auch schon langsam anzurollen. Und Philipp, ganz interessanterweise steht Putin da so ein kleines bisschen aus einer PR-Perspektive unter Zeitdruck. Ja, wir haben das ja auch schon mal skizziert. Es steht halt, jetzt haben wir tatsächlich den 9. April, also in einem Monat, am 9. Mai, ist halt Dien Pobjedy, also der Tag des Sieges, der gefeiert wird, der Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland 1945 und Russland halt Moskau 9. Mai, weil es 8. Mai in Berlin war, aber schon spät. Deswegen war es schon 9. Mai in Moskau. Deswegen feiern die am 9. Mai den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Ein Tag unglaublich hoher Symbolkraft für den Staat, aber auch für viele andere. Und das gibt auch so, also hier der Historiker, wie heißt er nochmal, Steffen Kotkin, genau, im Spiegel hat das gesagt, der ist so Stalin-Biograf, der hat das auch nochmal gemacht, dieses Argument, dass er glaubt, auch dieser 9. Mai ist für Putin tatsächlich ein wichtiger Tag, um im Zweifel an diesem 9. Mai, Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland, ein Sieg Russlands über die Nazis in der Ukraine präsentieren zu können. Also das scheint tatsächlich so ein Datum zu sein, das man im Auge haben sollte. Und du hast gesagt, ne, der Angriff läuft. Also viele sagen, sie gruppieren sich jetzt ein bisschen um. Es werden 10.000 Soldaten nachgezogen. Angeblich hat Putin auch den Oberbefehlshaber für diesen Feldzug ausgetauscht. Also da denke ich, militärisch ist da die letzte Menge noch lange nicht gesungen. Ja, die letzte Messe noch lange nicht gesungen. Und ich meine, dieser 9. Mai hätte natürlich auch aus so einer Propagandaperspektive noch seinen ganz besonderen Charme, denn der 9. Mai 1945 markiert ja tatsächlich den Sieg über den Faschismus, ne, den Sieg über Nazi-Deutschland. Und das offizielle Narrativ ist ja auch, dass dieser Kampf gegen die Ukraine, der ja nun kein Krieg ist, aber diese Spezialoperation, auch der Entnazifizierung der Ukraine diene. Ne? Und umso schöner wäre es dann, wenn man im Rahmen dieser Entnazifizierung, in Anführungszeichen, der Ukraine einen solchen Sieg, eine weitere Entnazifizierung, einen Sieg über den Faschismus zu feiern hätte. Ja, aber die unfassbare Brutalität der russischen Armee in der Ukraine bleibt natürlich auch nicht ohne Folgen. Die Europäische Union, Philipp, hat sich in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht über geeignete Reaktionen. Ja, die haben 2 Tage nach Bekanntwerden von Butscha welche vorgeschlagen. Mittlerweile sind sie beschlossen. Im Kern geht es darum, um ein Transaktionsverbot für 4 wichtige weitere russische Banken. Von Russern betriebene und russische Schiffe dürfen nicht mehr EU-Häfen anlaufen. Ausnahme sind so ein paar lebensnotwendige Hilfsgüter. Russische und auch belarussische Transportunternehmen dürfen in der EU nicht mehr tätig sein. Und es gibt Exportverbote für sensible Bereiche. Also aus der EU dürfen Güter im Wert von so plus minus 10 Milliarden Euro pro Jahr nicht mehr exportiert werden, also Halbleiter, wichtige Maschinen und solche Sachen. Aber, und das ist natürlich das, was jetzt auch so in den Medien kommuniziert wurde,
Kohle darf nicht mehr importiert werden aus Russland. Russische Kohle darf nicht mehr in die EU importiert werden. Muss man natürlich sehen. Kohleimporte im Wert von 4 Milliarden Euro aus Russland müssen dann ersetzt werden. Das ist aber auf der anderen Seite bei Kohle vergleichsweise leicht. Da gibt es einfach einen funktionierenden Weltmarkt. Ja, da mögen Preise steigen, aber das lässt sich im Grunde relativ leicht machen. Da, wo es richtig wehtut, nämlich beim Import von Gas und Öl, da werden eben bislang keine ernsthaften Konsequenzen gezogen. Das heißt also, jeden Tag wird weiter für viele Millionen Euro in Russland fossile Energie eingekauft. Die Frage ist so ein bisschen, also dieses, was dieses Kriegsgeschehen, was der Krieg in der Ukraine jetzt im Großen und Ganzen so bedeutet und für Folgen haben wird. Und das konnte man so ein bisschen beobachten diese Woche im UN-Sicherheitsrat. Da wurde deutlich, dass dieser Krieg in der Ukraine tatsächlich, würde ich sagen, Symptom für etwas Größeres ist, für größere globale Veränderungen der, kann man schon sagen, glaube ich, der kompletten Weltordnung. Ja, und der ist einfach jedenfalls mal Ausdruck eines sich immer weiter verschärfenden globalen Konflikts. Ne? Denn natürlich geht es da jetzt vordergründig um Quadratkilometer ukrainischen Bodens. Es geht außerdem darum, dass Russland im eigenen Hinterhof ganz offensichtlich keine sort of funktionierende Demokratie tolerieren will. Aber es geht eben dabei zugleich um die Frage, wie sich denn die Weltgemeinschaft in der Zukunft organisieren will. Und damit man das versteht, wo dieser Konflikt eigentlich liegt oder welche Konflikte da auch auf uns zukommen, denke ich, müssen wir zunächst mal rekonstruieren, was denn eigentlich die gegenwärtige Weltordnung ist und deren Eckpfeiler wollen wir uns jetzt mal in aller Kürze anschauen. Also wir haben so drei Eckpfeiler, glaube ich, die man da benennen kann. Der erste Eckpfeiler kennt jeder, das sind die Vereinten Nationen. Die wurden gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg und die Idee ist sowas, es sollte nie wieder Krieg geben, es sollte friedliche Konfliktlösungen geben und die Idee dahinter war, dass es ein allgemein global gültiges Völkerrecht gibt, das insbesondere regelt, es darf keine Gewalt geben, Staaten dürfen nicht einander angreifen, außer Ausnahme ist, der UN-Sicherheitsrat erlässt eben eine Resolution und gestattet das, wie zum Beispiel im Irakkrieg 1991. Ja, ganz genau. Aber das Grundprinzip ist, es gibt quasi auch zwischen Staaten nicht das Recht des Stärkeren, sondern eine Herrschaft des Rechts. Also so wie wir innerstaatlich versuchen, sowas wie Rechtsstaatlichkeit hinzubekommen, so versucht das Völkerrecht auf der internationalen Ebene Rechtsstaatlichkeit zu schaffen und die zentrale Institution, die das sicherstellen soll, das sind eben die Vereinten Nationen, die gegründet wurden als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg. So, das ist so der eine Pfeiler der Weltordnung im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg, bei all ihren Schwächen. Ja, wir wollen das jetzt gar nicht idealisieren, wir wollen auch nicht im Detail über die Vereinten Nationen diskutieren, aber es ist jedenfalls ein zentrales prägendes Element. Das zweite, vielleicht etwas weniger normative, dafür umso wirtschaftlich wirtschaftlich, kulturell eigentlich. Ne? Ja, aber nicht normativ, sondern einfach faktische Element ist die Hegemonie der Vereinigten Staaten. Ne? Nach dem Ende des eisernen Vorhangs, nach der Auflösung des Ostblocks, blieb im Grunde nur noch eine Supermacht über. Eben Philipp hat es gesagt, das ist eine militärische, wirtschaftliche, kulturelle Hegemonie der USA. Ja, nicht alle Länder müssen so sein wie die USA, aber es gibt eben kein Land, das den USA in dieser Hinsicht zurzeit das Wasser reichen kann. Und interessanterweise war deswegen ja sogar schon die Rede vom Ende der Geschichte. Ja, Francis Fukuyama hat da so ein Buch geschrieben und die Idee war eigentlich nach dem Zusammenbruch der UdSSR und dieser ganzen sozialistischen Staaten, die ja wirklich auch wirtschaftlich eigentlich sehr schwach waren, würden jetzt die Prinzipien Liberalismus, Demokratie, freie Marktwirtschaft quasi sich überall und vor allen Dingen endgültig durchsetzen. Deswegen Ende der Geschichte, es gibt einfach keine Entwicklung mehr, wir sind am Ende der Geschichte angelangt und diese These war damals aber auch sehr umstritten und wir sehen heute, wir sind da noch nicht angelangt. Ja? Nee. Und der dritte Pfeiler ergibt sich so ein bisschen daraus, der dritte Pfeiler der Weltordnung ist halt primär so ein wirtschaftlicher, nämlich die Globalisierung. Ja, und der Globalisierung, da denkt man insbesondere im deutschen Sprachgebrauch vor allem an eine wirtschaftliche Seite. Ja. Ne, Philipp hat es gesagt, also zentrales Element ist da der relativ freie Welthandel. In China wird sehr viel produziert, das wird dann irgendwie nach Europa wieder verschifft. Zölle runter, Transportkosten sind wahnsinnig gesunken. Ne, gibt es viele Bezüge zur neoliberalen Ideologie. An diesen Aspekt von Globalisierung denken wir meistens zuerst, aber Globalisierung heißt aber auch, und zwar insbesondere auch im englischen Sprachgebrauch, den Gedanken, dass es sowas gäbe wie eine Konvergenz der Werte. Ne? Die Idee dabei war, alle auf der Welt werden im Grunde so ein bisschen so wie wir. Genau, so. Also
liberal, das Individuum steht im Mittelpunkt, die Interessen, die Würde des Individuums steht im Mittelpunkt. Es ist durchaus materialistisch geprägt, demokratisch geprägt, kapitalistisch geprägt. Die Idee war, irgendwie werden wir, das war auch dieser Begriff der Modernisierung, das kann man ja auf ganz viele Arten füllen, aber die Idee war, irgendwann werden sich alle Staaten modernisieren und das heißt, alle Staaten, alle Menschen, alle Gesellschaften werden früher oder später so wie wir. Wir sind zwar noch nicht am Ende der Geschichte, aber wir sind auf dem Weg dahin und wissen eigentlich, wie es aussehen wird, das Ende der Geschichte, nämlich alle sind so wie wir. Das war die Idee dieser Konvergenz der Werte durch die Globalisierung. Aber man muss dazu sagen, an dieser These oder gegen diese These gab es schon sehr früh auch starke Kritik. Vielleicht die prominenteste von Samuel Huntington, der veröffentlichte schon 1993 einen Artikel, zunächst mit der Frage, ob ein Kampf der Kulturen gelte oder eigentlich im englischen Original ist es viel treffender, ein Clash of Civilizations, also ob verschiedene Zivilisationen so aufeinander prallen. Und sein Grundgedanke war, dass eben diese westlichen Werte dem durchaus nicht allgemein geteilt würden. Also insbesondere in der islamischen Welt gäbe es da doch eine ganze Menge an Fragezeichen. Und drei Jahre später, 1996, hat er dann seine Ausgangsthese nochmal als Buch ausgearbeitet, eben Clash of Civilizations und diesmal interessanterweise ohne Fragezeichen. Und man muss ganz ehrlich sagen, im Kern sollte er, wie wir heute sehen, Recht behalten. Nur sind die Konfliktlinien viel komplexer, als er das angenommen hatte. Es ist jetzt also nicht nur westliche Vorstellung von Menschenrechten versus Islam, sondern es gibt viel komplexere Konflikte zwischen verschiedenen Wertordnungen, aber jedenfalls zu dieser Konvergenz der Vorstellungen, zur Konvergenz der Werte ist es nicht gekommen. Nee, und vor allen Dingen auch ganz auf ganz verschiedenen Ebenen nicht gekommen. Also zum einen ist es nicht gekommen auf so einer staatlichen Ebene. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Das war die Idee der Politik gegenüber China. Wir machen wirtschaftliche Kooperation, wir machen politische Kooperation, wir binden euch ein, wir handeln miteinander. Und die Idee war immer, und dann werdet ihr so wie ihr, dann werdet ihr irgendwann demokratisch. Das war das Prinzip hinter der Politik gegenüber Russland ganz lange Zeit. Ja, wir handeln, wir reden, wir wollen mit euch und dann werdet ihr irgendwann so wie wir demokratisch. Und wir sehen bei beiden Handel, Austausch, Kooperation, das hat nicht, in beiden Fällen nicht zu einer Demokratisierung geführt. Nee, das war also insbesondere so die vorherrschende Ideologie auch in der SPD. Also es gab da auch in der Union viele AnhängerInnen, aber gerade in der SPD gab es so diese These Wandel durch Handel, ja. Wandel durch Annäherung. Und man muss sagen, das hat schon auf staatlicher Ebene nicht funktioniert und eben auch auf individueller Ebene nicht. Da kann man sich zum Beispiel mal die Zahlen anschauen, die der sogenannte World Value Survey regelmäßig erhebt. Das ist Philipp hat mir das erklärt, das kannte ich gar nicht. Das ist, glaube ich, so eine Befragung, die weltweit und relativ regelmäßig durchgeführt wird. Ja, das war total interessant. Ich bin da zum ersten Mal mit meinem Politikstudium vor 893 Jahren mit in Kontakt gekommen. Das ist tatsächlich so eine weltweite Befragung, wo die Leute nach ihren Werten befragt werden, repräsentativ. Wie glücklich seid ihr, was haltet ihr von der Religion, was haltet ihr von der Familie, wie wichtig ist euch Essen, wie wichtig ist euch Geld, Reisen und so. Da werden halt die Werte abgefragt und man kann, das hat die New York Times auch nochmal in so einem langen Artikel ausgebreitet, man kann da sehen, dass es überhaupt keine Konvergenz der Werte weltweit gibt, sondern im Gegenteil, die Gruppen, die bestimmte Werte teilen, die driften auseinander. Da sind die haben das so geschildert, die protestantisch inspirierten englischsprachigen Menschen in einer Wertegruppe und der Rest der Welt, die aber dann sich wertemäßig voneinander entfernen. Also auch da ist es nicht dazu gekommen, dass alle auf einmal dieselben Werte teilen. Ja, also für viele Menschen auf der Welt ist es der absolute Albtraum, wenn Kinder irgendwann sagen, ja, das ist ja schön, was meine Eltern mir beigebracht haben, aber ich führe jetzt mein anderes Leben. Ich gabel mich von meinen Eltern ab und mit Kirche will ich übrigens auch nichts mehr zu tun haben und ich erlerne auch einen anderen Beruf als mein Vater. Für uns ist das irgendwie schön, selbstverständlich, ne, autonomes Subjekt, handelt eigenständig und geht in die Welt. In vielen Kulturbereichen ist das der absolute Albtraum. Ja, und das bezieht sich dann zum Beispiel so auf Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, ja. Ne, Rolle von Mann und Frau, ne, das ganz banal, selbst in Deutschland und in Europa bis heute wirklich umkämpft, muss man sagen, Stichwort Gender Pay Gap, ne, also systematisch schlechtere Bezahlung von Frauen, aber auch individuelle Freiheiten, Säkularismus, Verhältnis zur Religion, ja. Staatsferne der Religion, alles so Konfliktfelder, wo die Auffassungen, die wir vielleicht in Westeuropa oder in den Vereinigten Staaten teilen, wobei man da ja auch schon Abstriche machen muss, eben überhaupt nicht konsensfähig sind und das lässt sich alles so ein bisschen vielleicht
nicht reduzieren, aber doch auf den Punkt bringen mit dem Konflikt zwischen Individualismus und dem Primat der Tradition und der Gemeinschaft. Und das führt auf der anderen Seite aber eben auch dazu, dass Menschen aus nicht-westlichen Kulturen sich nicht selten vom Westen unverstanden fühlen, ausgegrenzt fühlen. Manche reden auch von Kulturimperialismus. Ne? Sie fühlen sich, manche jedenfalls, nicht gesehen, herabgewürdigt. Das gilt natürlich nicht für alle. Ne? Es gibt natürlich auch pro-westliche Menschen, die darin große Klar. Chancen sehen. Aber man sieht einfach, von der Konvergenz kann eigentlich keine Rede sein. Auf der anderen Seite glaube ich, Philipp, muss man schon auch sehen, Wertekonflikte sind auf eine bestimmte Weise auch normal. Absolut normal, absolut normal. Und das gehört natürlich zu liberalen Gesellschaften dazu, dass man eben lernt, diese Konflikte auszuhalten und gewaltfrei zu moderieren. Das ist der Kern von zivilisierten, liberalen Gesellschaften. Wir sind in der Lage, Konflikte zu moderieren, Konsens zu finden und gewaltfrei auszutragen. Das ist der Kern liberaler Gesellschaften. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, Menschenrechte sind jedenfalls aus unserer westlichen Perspektive universell. Ja. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Ne? Das ist zum Beispiel eine dieser Bruchlinien, wo auf der einen Seite gesagt wird, Kulturimperialismus, ja. und wir würden sagen, zum Beispiel Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein Menschenrecht, das nicht verhandelbar ist. Und ich meine, immerhin gibt es ja auch, ich glaube seit 1948, eine allgemeine, die heißt ja nicht zufällig so, allgemeine oder im Englischen universal, ne, Erklärung der Menschenrechte. Und weil jedenfalls damals die Staaten, die sich zu den Vereinten Nationen zusammengeschlossen haben, fanden, diese Menschenrechte seien universell. Aber sie sind eben bis heute eben gerade nicht weltweit in gleicher Weise anerkannt. Und im Gegenteil kann man sagen, ein Stück weit sind sie wahrscheinlich schon wieder auf dem Rückzug. Und jedenfalls gibt es eben große Gruppen der Weltbevölkerung, die sich damit auch nicht so ohne weiteres identifizieren und im Gegenteil, die das sogar bewusst ablehnen. So, jetzt ist der Punkt, diese Werteunterschiede sind soweit normal. Jetzt sehen wir aber, dass es weltweit, häufig in autoritären Staaten, Menschen, meist eigentlich immer Männer gibt, die sich diese Underdog-Gefühle, dieses Empfundene, da ist der Westen, die wissen alles besser, die sind vielleicht wirtschaftlich ein bisschen erfolgreicher, wollen uns jetzt erzählen, wo es lang geht, wie Männer und Frauen und wie wir in Gruppen zusammenleben sollen und dass die Religion nichts mehr taugt und so. Diese autoritären Herrscher instrumentalisieren diese Gefühle und sagen, wie zum Beispiel Putin, der Westen hat uns verarscht. Wir als Land, als Nation werden unterdrückt, missachtet, ignoriert. Das können wir nicht mit uns machen lassen. Und sie nutzen das, um ihre eigene Macht auszubauen und auch ihren eigenen Reichtum zu stärken. Und das sehen wir eben nicht nur in Russland, das sehen wir in China, das sehen wir in Indien, das sehen wir in Brasilien. Und da ist dieses Wir gegen die, das ihnen dabei hilft, ihre eigene Macht zu sichern und auszubauen. Ja, also mit anderen Worten, diese kulturellen Differenzen dienen im Grunde als eine Form von Nährboden, auf dem autoritäre Regime errichtet werden. Und das Tragische ist, dass autoritäre Regime damit auch zunehmend Erfolg haben. Ne? Also die Delegitimierung westlicher Werte insgesamt lässt sich dann sehr schön quasi im nächsten Schritt auch zu einer Delegitimierung der Demokratie rüber beamen, wenn man so will. Und das Problem ist auf der anderen Seite natürlich, dass auch Demokratien durchaus an inneren Spannungen leiden. Das ist jetzt auch nicht immer gleich alles Ponyhof. Ja, ne? Und das sieht man ja auch daran, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den Handen vielleicht nicht so gesehen hat, dass diese Risse eben auch durch westliche Länder durchgehen. Also guckt ihr Amerika unter Trump an. Da sind dieselben, da sind zig Millionen von Leuten, die das Gefühl haben, sie werden missachtet, mit Füßen getreten, und dann kommt Trump und sagt, ich bin der euch da raushilft. Das sehen wir in dieser ganzen Brexit-Debatte, haben wir das gesehen, ja, dass wir, die Briten, das Gefühl haben, wir werden nicht mehr missachtet, und dabei sind wir doch eigentlich das große Königreich, das Commonwealth, und das kann doch nicht so gehen. Wir müssen wieder zur alten Größe zurückkehren. Und das sind so Mechanismen, die sich auch in diesen westlichen demokratischen Ländern hergegeben haben oder genommen wurden von so Leuten wie Trump oder Boris Johnson, um ihre Macht auszuüben. Ja, und das muss man sehen. Dahinter steht dann wiederum dieses Konzept, das hatten wir in der Lage auch schon mal, die Nowheres gegen die Anywheres. Ne? Ja. Wir wollen das jetzt nicht nochmal ausbreiten, aber vielleicht, wer das kennt, mag sich daran erinnert fühlen. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, schon aber auch zugestehen, dass jetzt auch in den Demokratien das nicht alles nur Ideologie ist, ne? Und die Leute nicht immer nur belogen werden, sondern im Gegenteil, es ist ja tatsächlich auch so, dass es die Demokratien nicht immer schaffen, zum Beispiel wirtschaftliche und soziale Herausforderungen zu meistern. Also insbesondere lösen viele westliche Demokratien das Versprechen
Versprechen eines zumindest relativen Wohlstands für alle gerade nicht mehr ein, weil der Staat im Zweifel zu schwach ist für eine wenigstens minimale Umverteilung, sodass alle einen halbwegs fairen Anteil am Gemeinwohl haben können. Und das führt dann eben dazu, dass sich innenpolitisch immer größere Gruppen abgehängt fühlen, und die sind dann eben anfällig für die Mechanismen, die Philipp eben geschildert hat. Generell sind ja Demokratien verletzlicher, als man denkt. Wir haben in der Lage schon verschiedentlich auf dieses überaus spannende Buch How Democracies Die hingewiesen, wie Demokratien sterben. Das geht nämlich schneller, als man denkt. So eine Demokratie, die lässt sich wesentlich leichter aushöhlen, als man es vielleicht hoffen würde. Und meistens ist es jedenfalls in den letzten Jahrzehnten auch kein Militärputsch mehr. Das ist so die klassische Vorstellung, man putscht sich an die Macht und dann wird das Parlament aufgelöst. Nein, es ist eher, das Risiko liegt eher in einer schleichenden Aushöhlung der Demokratie, dass demokratische Institutionen pro forma weiter bestehen. Ja, in Russland gibt es eine Duma. Ja, man könnte sagen, es ist eine Demokratie, es gibt ja ein Parlament. Gleichwohl kann aber letztlich niemand Putin in die Suppe spucken. Und diese Effekte sehen wir in Russland, in Brasilien, aber, und da wird es dann richtig brenzlig, ja auch in Ungarn und in Polen. Und ganz ehrlich, autoritäre Systeme wie China wirken stabil. Ja. Sie haben Erfolg. Das ist halt der entscheidende Punkt. Du hast halt diese Wertekonvergenz nicht. Du hast diese unterschiedlichen Wertegruppen, die immer weiter auseinanderdriften, dessen sich so autoritäre Herrscher bemächtigen. Gleichzeitig haben ihre autoritären Staaten durchaus wirtschaftlichen Erfolg und sind stabil. China geht's gut, Russland nicht so sehr, aber Putin scheint da, was seine Macht angeht, doch recht stabil zu sein. Und gleichzeitig wieder auf der anderen Seite verliert die Globalisierung sozusagen auch an einigender Kraft in ihrer Kernkompetenz, nämlich dem freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen und Personen. Das haben wir auch nochmal verlinkt, ein langer Artikel im Economist, mal super interessant, war mir gar nicht so klar, dass die Maßstäbe, die Parameter, mit denen man die globale Integration messen kann, seit Jahren sinken, nach unten gehen. Die haben da die Zahl gebracht, zwischen 2008 und 2019 ist der Welthandel im Vergleich zum globalen Bruttosozialprodukt, wenn man so will, um 5 Prozentpunkte gesunken. Das heißt, der Welthandel, der Austausch geht nach unten. Zölle und Handelsbarrieren nehmen zu, und sie sagen, der globale Fluss von Investments ist von 2016 bis 2019 in nur 3 Jahren um die Hälfte gesunken. Also diese zentralen Parameter von die Welt ist alles eins, wir handeln, wir tauschen uns aus, das geht alles nach unten. Ja. Und das heißt ganz konkret, weniger Handel, weniger Austausch und die Mauern gehen quasi wieder hoch. Das geht nicht radikal, aber sie werden eben langsam aber sicher wieder aufgebaut. Unternehmen ziehen sich aus Ländern zurück und Unabhängigkeit, Eigenversorgung, Autonomie und Autarkie sind wieder Ziele, die mit einmal sexy sind. Und im Kern kann man das zusammenfassen, es bilden sich einfach wieder mehr Blöcke aus. Statt einer Weltgemeinschaft gibt es im Kern 2 große Gruppen, zum einen westlich geprägte, relativ liberale Demokratien und auf der anderen Seite eben mehr oder weniger autoritäre Staaten auf der anderen Seite. Und der Unterschied zum Kalten Krieg dabei ist, die Autokratien sind stabiler und wirtschaftlich stärker, als es der kommunistische Block im Kalten Krieg jemals war, und zugleich sind die Autokratien doch noch tiefer vernetzt mit der Weltwirtschaft, als es der kommunistische Block jemals war. Und damit sind natürlich auch die westlichen Länder durchaus verletzlich. Die Folge ist, dass das Auseinanderdriften, diese Verringerung der Globalisierung, ökonomisch außerordentlich schmerzhaft werden kann. Und das sehen wir jetzt eben an so ganz kleinen Beispielen wie der Diskussion um den Gasboykott oder gestörte Lieferketten. Und ich glaube, insgesamt kann man das zusammenfassen damit, dass der Kampf um geopolitische Einflussfälle einfach immer komplexer. Ja, und wenn man sich das jetzt vor Augen führt, dann erscheint halt dieser Ukraine-Krieg wirklich als so ein Krieg, vielleicht der erste Krieg dieses neuen Kulturkampfs, wo es um geopolitische Einflusssphären geht zwischen Demokratien, die schwächer werden, die demokratischen Systeme haben, je nachdem wie du das misst, in letzter Zeit eher abgenommen, die autokratischen Systeme haben zugenommen und sind stärker geworden, und die erhöhte Reibung zwischen diesen neuen Blöcken, die, da kommen wir zum Anfang zurück, hat sich halt jetzt in dieser Woche auch
im UN-Sicherheitsrat gezeigt. Genau. Ironischerweise hat ausgerechnet Russland nämlich eine Sondersitzung des Sicherheitsrats beantragt, ne, mit dem Ziel, sich quasi zu verteidigen gegen die aus russischer Sicht ja unerhörten Vorwürfe, die die Ukraine im Kontext von Butscha erhoben hat. Und Volodymyr Zelensky hat es sich dann wiederum nicht nehmen lassen, nachdem man ihm die Chance gegeben hatte, seine Sichtweise darzustellen, bei einer Rede vor diesem Sicherheitsrat den Finger in die Wunde zu legen. Also er hat zum einen sehr drastische Bilder aus Butscha gezeigt, die, glaube ich, ihre Wirkung nicht verfehlt haben, aber er ist dann eben auch mindestens 3 Schritte zurückgetreten und hat auf einer Metaebene argumentiert. Er hat nämlich gesagt, lieber Sicherheitsrat, so wie ihr im Grunde, wie ihr heute funktioniert, seid ihr im Grunde überflüssig. Der Sicherheitsrat ist überflüssig, sinnlos, solange Russland dort ein Vetorecht hat. Und die Washington Post zitiert Zelensky mit den Worten, are you ready to close the United Nations? Do you think that the time of international law is gone? If your answer is no, then you need to act immediately. Also, sind Sie dazu bereit, die Vereinten Nationen dicht zu machen? Sind Sie der Meinung, dass die Zeit des Völkerrechts vorbei ist? Wenn Ihre Antwort nein ist, dann müssen Sie jetzt sofort handeln. Mit anderen Worten, Zelensky versucht eigentlich, die westlich geprägte Weltordnung auf der Grundlage der Vereinten Nationen und des Völkerrechts zu retten durch schnelle Reformen. Durch Reformen, indem man halt so einem Aggressor wie Russland das Veto entzieht. Russland dagegen sagte in der Sitzung, ja, auch uns geht es um eine neue Weltordnung sinngemäß, aber eben in eine ganz andere Richtung. Eben nicht, wir stärken die UN, sondern eigentlich hält Russland die UN für irrelevant. Anders kann man das nicht aufnehmen, wenn da wenn der russische Botschafter bei der UN sich dahinstellt und einfach alles, was wir oben zum Thema Butscha gesagt haben, als Inszenierung und bezahlte Lügen bezeichnet und denen allen Ernstes diese Ammenmärchen auftischt. Das ist einfach ein Ausdruck von Respektlosigkeit und er nimmt diese UN einfach nicht mehr ernst und damit sitzt er ja auch in einem Boot mit China. Genau, das ist nämlich eigentlich das Gefährliche, ne? Denn die Schwächung oder Marginalisierung jedenfalls des Völkerrechts und der Strukturen der Vereinten Nationen, das ist eben genau der Punkt, wo sich Russland mit China einig ist. Ne? Auch China ist seit langem dafür, die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten in der Welt zu beenden. Menschenrechte sollen möglichst relativiert oder am besten abgeschafft werden, ne? Denn China fühlt sich auch einfach nur genervt davon, dass immer wieder westliche Vorwürfe kommen, man würde die Menschenrechte nicht einhalten. Und natürlich ist es sehr im chinesischen Interesse, wenn die Demokratie insgesamt delegitimiert oder am besten abgeschafft wird, denn wie wir alle wissen, China ist eben auch keine Demokratie. Und da kristallisieren sich im Grunde an diesem Beispiel Ukraine jetzt so langsam aber sicher die neuen Blöcke heraus. Es gibt da so eine Achse Peking-Moskau, die ist natürlich auch nicht unverbrüchlich. Da gibt es auch enorme Spannungen. Wie gesagt, das wollten wir immer noch mal ganz ausführlich aufarbeiten. Das machen wir in einer der nächsten Lagen mal, denke ich. Aber im Kern zeigt sich, es gibt da die westlich geprägte Völkergemeinschaft und es gibt auf der anderen Seite eben die Staaten, die damit am besten nichts mehr mit zu tun haben wollen. Ja, und das führt uns auch zum nächsten Thema, denn das, was in Deutschland passiert, ist ganz schön als exemplarische Veranschaulichung dieses oder du wolltest noch was von der Leyen sagen? Ja, genau. Also ich fand es nämlich so schön, Ursula von der Leyen war ja diese Tage zu Besuch in Kiew, aber auch in Butscha. Mhm. Und Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, wo man sagen muss, das fand ich auch deswegen wirklich aller Ehren wert, weil sie da natürlich auch enorme persönliche Risiken eingegangen ist. Die Lage in der Ukraine ist so gefährlich, dass sie nicht mehr hingeflogen ist, sondern sie ist mit dem Zug gefahren aus Angst, dass ein Flugzeug auch der Europäischen Kommission einfach mal abgeschossen wird von irgendwelchen, wer auch immer, gesteuerten Soldaten und Soldatinnen. Und wie gesagt, sie ist also mit dem Zug hingefahren und sie hat sehr deutlich gemacht, und das, finde ich, bringt es sehr schön auf den Punkt, es geht bei diesem Ukraine-Krieg im Wesentlichen nicht nur um die Freiheit der Ukraine, sondern, und wie sie das formulierte, die ukrainische Armee kämpft im Grunde auch für unsere Freiheit. Ne? Sie kämpft eben dafür, dass sich Verletzungen der internationalen Rechtsordnung nicht lohnen, dass sich Aggressionen gegen Nachbarstaaten nicht lohnen, denn mal ganz ehrlich, wenn dieser Präzedenzfall jetzt wäre, mal von hier in die Zukunft gedacht, Russland marschiert da ins Nachbarland ein, bewirkt Regime Change oder schluckt gleich die ganze Ukraine und kommt damit davon, da muss man ganz ehrlich sagen, dann droht im Grunde die völkerrechtliche Ordnung seit dem Zweiten Weltkrieg zu erodieren, und insofern, glaube ich, hat sie da einen Punkt. Dieser Kampf der ukrainischen Armee ist viel wichtiger als nur die Verteidigung der Ukraine als solcher. Ja, aber genau, zurück zu dem Punkt, also ich finde, dass was wir jetzt hier so im Großen und Ganzen skizziert haben, ja, die neuen Blöcke, mächtiger die einen, als sie das nach dem Kalten Krieg waren,
Wertegemeinschaft, die auseinanderdriften, neue heiße kriegerische Konflikte um Einflusssphären und gleichzeitig so eine schmerzhafte Rückabwicklung letztlich dieser globalisierten Integration, das zeigt sich in dieser Woche interessanterweise auf eine ganz praktische Art in Deutschland. Und zwar hat man in dieser Woche gesehen, wie Verflechtung aussieht, welche Probleme das ist, wenn so mächtiger werdende Autokratien sich wirtschaftlich auch in Deutschland niederlassen und Macht ausüben und wie schwer das ist, diese Macht und diesen Einfluss wieder loszuwerden. Ja, der russische Staat hat, das haben wir in der Lage schon öfter erwähnt, erheblichen Einfluss auf die Energieversorgung in Deutschland, vor allem durch den staatlichen Energiekonzern Gazprom. Das ist eine russische Firma, aber diese hatte wiederum bisher jedenfalls eine hundertprozentige deutsche Gazprom-Tochter, nämlich Gazprom Germania. Und der wiederum gehörten bestimmte andere Gashandelsgesellschaften, die sind eben für einen Großteil der Importe zuständig. Aber es gehört da zum Beispiel auch der Gasspeicherbetreiber Astora dazu. Und der betreibt unter anderem den größten Gasspeicher Deutschlands in Reden, das ist nicht allzu weit von Osnabrück in Niedersachsen, und der umfasst immerhin 20% des deutschen Speichervolumens, und ohne diesen Speicher sind die vom Wirtschaftsministerium angepeilten 90% Speicherfüllstand als Winterreserve bis Dezember 2022 nicht zu schaffen. So, und nun teilte aber Gazprom, die Muttergesellschaft, die bisherige, am Freitag der vergangenen Woche, also jetzt vor 8 Tagen mit. Am 31. März beendete die Gazprom-Gruppe ihre Beteiligung an dem deutschen Unternehmen Gazprom Germania GmbH und allen ihren Vermögenswerten, einschließlich Gazprom Marketing und Trading Ltd. Also, das heißt, der russische Staat hatte hier eine GmbH, die ganz massive, wesentliche Infrastrukturen innehat. Gasspeicher, Gaspipelines, Lieferverträge russischen Gases aus Russland nach Deutschland. Und mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen sagen die, das stoßen wir ab. Das wollen wir nicht mehr und teilen das womit? Auf ihrem Telegram-Kanal. Ja. So, und da ist natürlich die Frage, was soll das? Warum machen die das? Von heute auf morgen stoßen die alles ab, womit sie hier wirtschaftspolitisch, gaspolitisch Einfluss nehmen können. Also haben wir uns auch gefragt, warum eigentlich. Eine These, die ich ganz interessant fand, kam vom Gasmarktexperten Fabian Hunecke. Der sagte nämlich der deutschen Presseagentur, Zitat, die physischen Assets, also er verwendet Expertenbegriffe, die physischen Assets, gemeint sind einfach Gasspeicher und Gasleitungen, die mit dem Abstoßen von Gazprom Germania aus russischer Sicht verloren gehen, könnten das Bauernopfer sein, um die Gaslieferverträge neu zu verhandeln. Na, wieso Bauernopfer? Ah, ganz einfach, Zitat weiter. Diese Vertragsbindung, die Gasimportverträge, könnte nun aufgehoben werden, etwa über das Vehikel einer Insolvenz von Gazprom Germania und ihren mit dem Gashandel befassten Töchtern. Die Idee ist, man lässt Gazprom Germania vor die Wand fahren, damit sind die Lieferverträge möglicherweise hinfällig, und dann könnte Russland versuchen, neue Gashandelsverträge auszuhandeln zu neuen Bedingungen. Ja, zum Beispiel, dass sie in Rubel bezahlt werden. Dass sie in Rubel bezahlt werden, was ja momentan noch völlig umstritten ist. Also das war so die These zumindest, also das Ding pleite gehen zu lassen. Nun stellt sich aber raus, es gibt neue Eigentümer. Ja, wer hatte also diese Firma gekauft? Offiziell weiß man das nicht. Habeck, Wirtschaftsminister, sagt, wir haben erfahren, dass die russischen Unternehmen SC Palmari und Gazprom Export Business Services LLC das Unternehmen erworben hätten. Das, sagt er, sei jedoch ein Verstoß gegen das Meldegesetz, denn beim Verkauf kritischer Infrastrukturen, Pipelines, Gasspeicher, an Firmen in Nicht-EU-Ländern müsse sein Wirtschaftsministerium eben zustimmen. Und das sei wohl nicht passiert, diese Meldung. Das könnte der zentrale Formfehler gewesen sein, den Russland gemacht hat. Und der wiederum öffnet die Tür für ganz interessante Maßnahmen, nämlich recht drastische Maßnahmen. Das Wirtschaftsministerium kündigte nämlich an, dass die Bundesnetzagentur als Treuhänder der Gazprom Germania eingesetzt wird. Vorerst mal bis zum 30. September, also für rund 6 Monate. Das ist eine Anordnung nach § 6 des Außenwirtschaftsgesetzes. Das bedeutet, wer da jetzt Gesellschafter ist bei Gazprom Germania, ist im Grunde ganz egal. Die verlieren nämlich ihre Stimmrechte. Die
Die Bundesnetzagentur kann nun handeln wie sonst die Gesellschafter. Das heißt, sie kann die Mitglieder der Geschäftsführung entlassen, neue Mitglieder einsetzen, kann der Geschäftsführung Weisungen erteilen. Und außerdem kündigte Habeck noch an, dass das Vermögen der Gazprom Germania außerdem auch eingefroren worden sei. Und es könne nun also nur noch mit Zustimmung der Bundesregierung verwendet werden. Und das bedeutet natürlich zugleich, wenn der Bund sich da jetzt so engagiert und sich quasi an die Stelle der Gesellschafterfirmen setzt, dann scheint mir persönlich auch eine Insolvenz eher unwahrscheinlich. Also jedenfalls, solange die Bundesnetzagentur genügend Kapital auftreibt, um diese GmbH zu stützen. Und damit dürfte dieses, also wenn das so stimmt, was der Herr Hunecke sagt, dass möglicherweise das Ziel eine bewusste Insolvenz gewesen sein könnte, dann dürfte dieser Plan von Putin wohl nicht aufgegangen sein. Im Gegenteil, jetzt hat er seine deutsche Gazprom Germania letztlich unfreiwillig über Bande quasi in das Reich des Wirtschaftsministeriums in Berlin eingegliedert. Ja, also Herr Habeck hat auch noch begründet, warum sozusagen diese Anordnung nötig gewesen sei. Er sagt, es geht um Versorgungssicherheit, also diese Anordnung der Treuhandverwaltung diene dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Man werde die Energieinfrastruktur nicht wirklich willkürlichen Entscheidungen des Kremls aussetzen. Das, denke ich, ist alles richtig. Was ich nur interessant finde, ist, was da auf einmal alles geht, wenn man es nur will. Ja, das finde ich nämlich auch total spannend. Also du denkst, da ist eine GmbH, die gehört dem staatlichen Konzern Gazprom. Dieser GmbH gehören die Pipelines, gehören die Importverträge für russisches Gas, die quasi im russischen Namen aus Russland das Gas importieren, zu den Konditionen, die sie selber ausgehandelt haben. Und dann fragt man sich, wie wird man die jetzt los? Und dann heißt es, na klar, wir übernehmen hier einfach Treuhand. Wie gesagt, aber funktioniert natürlich nur, weil sie den Fehler gemacht haben. Ja. Ne? Weil sie da die sonst wäre schwierig gewesen wahrscheinlich. Also so genau bin ich ja jetzt wiederum nicht drin im Außenwirtschaftsrecht, ob es da noch andere Tricks gegeben hätte. Aber jedenfalls hat Putins Truppe jetzt dem Wirtschaftsministerium eine Steilvorlage geliefert. Aber das Spannende daran ist, dass jedenfalls unter dem Strich die Resilienz vielleicht doch besser ist, als man denken würde. Denn nun mit einer de facto Herrschaft von Herrn Habeck bei Gazprom Germania sollte es ja eigentlich möglich sein, diese Gasspeicher halbwegs zeitnah so weit aufzufüllen, dass Putins Erpressungspotenzial so langsam aber sicher schrumpft. Apropos Resilienz. ihr erinnert euch vielleicht, monatelang, ich würde fast sagen jahrelang debattiert, macht eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland Sinn, ja oder nein? Und wir können euch versprechen, wir diskutieren diese Frage nicht nochmal. Ja? Vor fast einem halben Jahr hat der Bundeskanzler gesagt, ich bin für eine allgemeine Impfpflicht ab 18. Ich, Bundeskanzler, bin dafür. Am Donnerstag hat der Bundestag abgestimmt über eine allgemeine Impfpflicht. Wobei, sagen wir ganz vorsichtig, Scholz war da noch nicht Bundeskanzler. Das war im November, da war er designierter Bundeskanzler. Designierter Bundeskanzler gesagt, ich will eine Impfpflicht. Am Donnerstag hat der Bundestag jetzt endlich abgestimmt über eine allgemeine Impfpflicht. Ergebnis, es gibt keine. Nicht ab 18, nicht ab 50, nicht ab 60. Es gibt einfach gar keine Impfpflicht. Es bleibt nur, der Genauigkeit halber, die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, Krankenhäuser, Altenheime und so, die ja schon seit Mitte März formal gilt, aber wegen der in der Lage umfangreich erörterten Konstruktionsfehler de facto weitestgehend ins Leere geht. So. Der Bundestag hat einfach alle Vorschläge, die es zu dieser wie auch immer gearteten Impfpflicht gegeben hat, durchfallen lassen. Keiner hat eine Mehrheit gekriegt. Es gibt auch kein Register. Es gibt noch nicht mal eine verpflichtende Beratung. Nichts. Es gibt einfach gar nichts. Und die Konsequenz ist, ja, mit Omikron kommen wir auch mit dem derzeitigen niedrigen Impfniveau irgendwie klar. Aber schon jetzt sehen wir eine extrem hohe Belastung des Gesundheitssystems. Wenn man also mal auf Twitter sich anschaut, was die Menschen aus den Intensivstationen so schreiben. Spiegel hat auch gerade eine große Geschichte gemacht darüber, was da alles los ist. Also aber vor allem gehen wir ohne ausreichenden Impfschutz in den nächsten Winter. Wir haben eben nach wie vor eine hohe Quote an ungeimpften Personen, die eigentlich sich impfen lassen könnten. Und wie gesagt, mit Omikron mag das alles funktionieren. Was aber, wenn die nächste Variante nicht so harmlos ist? Christian Drosten hat gerade erst in seinem Podcast Corona-Update gesagt,
Jetzt fängt Corona an, in China zu grassieren, insbesondere Omikron, diese BA.2-Variante. Das sind mehr als 1 Milliarde Menschen und erstmals seit Anfang der Pandemie ist Corona in China komplett außer Kontrolle. Tausende von Neuinfektionen jeden Tag und diese Neuinfektionen treffen auf eine Bevölkerung, in der es bislang kaum Immunität gibt. Ja, es gibt irgendwie so Sinovac, so einen schrägen chinesischen Impfstoff. Ja, es gab einige wenige Ausbrüche, aber im Grundsatz sind die Menschen in China nicht immun. Das heißt mit anderen Worten, was da gerade abläuft, so Christian Drosten, ist ein einziges Labor für Mutationen. Es ist also jedenfalls sehr wahrscheinlich, dass wir im Winter mit einer neuen Variante konfrontiert werden. Und wenn das so kommt, also falls sie dann nicht so vergleichsweise milde ist wie Omikron, dann drohen einfach wieder Lockdowns. Denn wenn man dann im September oder wann oder im Oktober irgendwann anfängt zu impfen, dann ist es viel zu spät, dann gibt es kein Impfregister, dann gibt es keine Verwaltungsstrukturen, dann wird man so eine Impfpflicht auch nicht mehr mal eben kurz einführen können. Ja. Und Umfragen zeigen, die Mehrheit der Bevölkerung ist für eine allgemeine Impfpflicht. Ja, nach wie vor sehr deutlich. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das passieren, dass im Bundestag nichts, nicht mal ansatzweise irgendwas in diese Richtung beschlossen. Noch nicht mal irgendwie die Verwaltungsstrukturen für einen Impfstoff. Nichts. Banane. So, fangen wir an mit der FDP. Ne? Ja, was soll man machen? Also. Ja, es ist halt so. Die meisten liberalen Bundestagsabgeordneten mauern bei der Impfpflicht. Traurige Wahrheit. Ja, trotz aller Warnungen aus der Medizin, Kernargumente sind wieder Eigenverantwortung, Freiheit. Also mit der Eigenverantwortung, da würde ich ja fast noch so ein bisschen mitgehen, aber bei dieser Freiheit, das ist einfach, haben wir auch gesagt, total verschobener Freiheitsbegriff. Ja, die Leute müssen sich jetzt nicht impfen, aber das schränkt halt potenziell die Freiheit all jener ein, die dann irgendwann im September wieder in Lockdown. Ja, das ist der Klassiker, es werden keine Präventivmaßnahmen ergriffen und dann müssen im Herbst Lockdown-Maßnahmen ergriffen werden, die im Zweifel wesentlich schlimmer sind als der berühmte Peaks. Und was mich persönlich daran besonders stört, ist, dass der Verdacht, sagen wir es mal ganz diplomatisch, der Verdacht nicht völlig von der Hand zu weisen ist, dass die FDP damit auf die Stimmen von Corona-SkeptikerInnen aus dem rechtsextremen Lager schiebt. Ja, also muss man wohl leider sagen, die FDP trägt damit die Hauptverantwortung, dass Deutschland ohne einen zuverlässigen Schutz vor Corona in den nächsten Winter geht. Ja. Aber wir wollen der FDP auch nicht ganz allein den schwarzen Peter zuschieben, denn auch der Bundeskanzler hat sich hier wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert, sondern ganz im Gegenteil, er hat die Sache einfach laufen lassen. Ich meine, ich glaube, die Genese ist ziemlich klar. Er ist Bundeskanzler geworden, es ging um die Impfpflicht, es war völlig klar, mit der FDP ist das nicht zu machen. Er wollte den Streit in seiner kleinen, neuen, schönen Dreierkoalition in der Ampel nicht wirklich austragen und sagen, liebe FDP, da ist dein Platz, wir machen einen Gesetzentwurf für die Impfpflicht, entweder ihr macht mit oder eben nicht, sondern er hat gesagt, ja, ist eine Gewissensentscheidung, da soll doch mal das Parlament drüber entscheiden, wir machen keinen Regierungsentwurf, sondern das Parlament soll Gruppenanträge bilden und soll sich da auskaspern, aber ich bin für eine Impfpflicht ab 18. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, im Ansatz finde ich, kann das ja sogar eine gute Idee sein. Also man kann ja mal, wenn man sagen, okay, wir gehen jetzt nicht mit einem quasi autoritativen Regierungsentwurf in diese Diskussion, sondern wir lassen das Parlament mal machen, dann kann das ja grundsätzlich auch zu einer Stärkung des Parlamentarismus führen. Wenn es dann wirklich sowas gibt wie eine vernünftige Debatte, wenn man dann irgendwie Argumente austauscht und sich dann irgendwie herausmändelt, ein breit konsensfähiger Antrag oder jedenfalls irgendwie eine Mehrheit für ein pragmatisches Vorgehen. Aber dann muss man eben im Parlament auch sehen, dass man eine Mehrheit für ein pragmatisches Vorgehen organisiert. Und genau das ist ja nicht passiert. Da hat sich Olaf Scholz einfach völlig aus der Verantwortung gestohlen. Man könnte fast sagen, er merkelt sich irgendwie durch. Er hat da irgendwann mal gesagt, wer Führung bestellt, der kriegt sie auch. Naja, die Menschen in Deutschland haben Führung bestellt, die wollten eine Impfpflicht und sie haben sie nicht bekommen. Wie ich finde, eine ziemliche politische Fehlleistung. Und das, obwohl er ja selber sagt, er sei pro Impfpflicht. Aber auch die CDU hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Bei der Impfpflicht, die haben lange eine Impfpflicht gefordert, die haben lange die Ampel vor sich hergetrieben und gesagt, nun mach mal hier, wir brauchen Impfpflicht, ja, hatten auch einen eigenen Entwurf vorgelegt, sollten ein Impfregister aufbauen und sie hatten so eine Art gestuften Impfmechanismus vorgesehen, wo man sich so ein bisschen auf eine Pandemie vorbereitet und wenn die Welle dann kommt, dann wollten sie noch impfen und zumindest in der Lage sein zu impfen, aber letztlich war das auch ein Scheinvorschlag, weil das einfach nicht mehr gegangen wäre vor so einer
Welle dann schnell noch den ganzen restlichen 20 Millionen Leute zu impfen. Nee, also das war die Idee der Union, war ja so eine Art Vorsorgegesetz zu schaffen, ne, für den Fall, wenn neue Varianten kommen, dann wollten sie das irgendwie scharf stellen. Das Problem ist bloß, dann wäre die Pflicht viel zu spät gekommen, weil es einfach Monate dauert, alle zu impfen. Insofern, dass dieser Unionsvorschlag nicht mehrheitsfähig war, ist klar. Aber dann hatten ja in der letzten Woche große Gruppen aus der Ampel einen Kompromissvorschlag vorgelegt, ne, nämlich zunächst mal nur eine Impfnachweispflicht für alle ab 60. Das ist auch das, was wir in der Lage öfter mal besprochen haben, dass man eben zunächst mal einfach nachweisen muss, dass man geimpft ist oder nicht. Wer das dann nicht nachweisen konnte, der hätte sich beraten lassen müssen, so sollte es geregelt werden. Und erst wenn das dann auch zu nichts führt, wenn also Nachweis, wir fragen mal nach und wir beraten die Leute, nicht zu einer Steigerung der Impfquote geführt hätte, dann hätten sich Menschen ab 60, weil besonders vulnerabel, möglicherweise hätten impfen lassen müssen, aber auch nur je nach Pandemiefortschritt oder Pandemierisiko. Also ich würde persönlich sagen, das wäre eigentlich ein tragfähiger und relativ zurückhaltender Kompromiss gewesen, auch relativ nah dran an den Ideen der Union, aber dann kam Fritze Merz. Ja. Und hat seine Fraktion trotzdem auf eine Ablehnung eingeschworen. Also das war, weiß ich. Eine reine politische Machtdemonstration. Because we can. Wir zeigen euch mal, wir sind Opposition, wir sind zwar inhaltlich praktisch derselben Meinung, aber weil das euer Vorschlag ist und weil wir euch mal so ein bisschen doof aussehen lassen wollen, lehnen wir den jetzt trotzdem ab. Also das hat aus meiner Sicht jedenfalls mit verantwortungsbewusster Politik nichts mehr zu tun. Also man muss deutlich sagen, da haben sich, wie Philipp hat es eben gesagt, haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert, ganz im Gegenteil, die politische Klasse, wie das dann immer so schön heißt in Deutschland, steht ziemlich blöd da. Aber hätte denn dieser Kompromissvorschlag, also Union haben wir gesagt, Merz mauert aus Prinzip, aber die Union ist ja nicht die einzige Fraktion im Bundestag. Ja. Hätte, und da es ja auch freigegeben war, hätte dieser Kompromissvorschlag nicht auch ohne die Stimmen der Union eine Mehrheit finden können? Klar, grundsätzlich wäre das schon denkbar gewesen, ne? Zum Beispiel, wenn man Stimmen der Linken gewonnen hätte. Aber auch bei den Linken haben trotz der überwältigenden Mehrheit in der Bevölkerung eben insgesamt nicht genügend Bundestagsabgeordnete dafür gestimmt, ne? Nämlich nur 7 von der ganzen Linksfraktion. Wieso? Da fand ich in dieser Woche sehr lesenswert einen Thread auf Twitter von Anke Domscheit-Berg, Bundestagsabgeordnete der Linken und eigentlich Netzpolitikerin, aber sie hat in diesem langen Thread, in diesem Diskussionsfaden auf Twitter quasi schonungslos analysiert, wie es zu dieser Pleite kommen konnte, und sie macht eigentlich 2 zentrale Punkte. Das eine Argument, was sie macht, ist Information Overload. Also das ist ein generelles Problem im Parlament, wofür man aber eigentlich Mechanismen gefunden hat. Also sie sagt, Abgeordnete im Bundestag müssen einfach sich mit wahnsinnig vielen Themen beschäftigen, bekommen wahnsinnig viele Infos, die sie irgendwie verarbeiten müssen. Und oft sind diese Informationen einfach auch furchtbar weit von ihrem eigentlichen Fach, von ihrer eigentlichen Expertise entfernt. Deswegen zu viel Information, man kann damit nicht umgehen. Im Normalfall ist es aber so gelöst, dass es eben in den Fraktionen eine Arbeitsteilung gibt. Da gibt es halt den innenpolitischen Sprecher, die gesundheitspolitische Sprecherin. Und die machen dann, bilden sich eine Meinung zu bestimmten Gesetzesvorhaben, die halt in ihren Bereich reinfallen und sagen, Daumen hoch, Daumen runter, wir müssen das ändern, jenes ändern. Das tragen die in der Fraktion vor und dann sagt die Fraktion, aha, wenn du das sagst, dann ist das gut. Wir stimmen zu, wir lehnen ab, wir fordern dies. Und dann stimmen halt hinterher auch alle so. Das ist ja das Zentrale. Ne? Und wenn also quasi in der Fraktion eine Linie gefunden ist, dann stimmen alle so ab. Das wird dann gelegentlich mal als Fraktionszwang diffamiert. Andere sprechen positiv von Fraktionsdisziplin. Aber ich denke, wenn man jetzt mal nachvollzieht, wie normalerweise eben die Expertise in Fraktionen verteilt ist, wie da arbeitsteilig gearbeitet wird, dann muss man sagen, das ist im Grundsatz schon eine richtige Idee, dass man eben in dieser Fraktionsdisziplin abstimmt, einfach weil nur so arbeitsteiliges Argumentieren und arbeitsteiliges parlamentarisches Arbeiten funktioniert. Das Problem war bloß, die Impfpflicht wurde ja zur Gewissensfrage hochstilisiert und mit einem Mal mussten alle sich selbst entscheiden, auch wenn sie von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Ja. Das zweite Problem, was sie nennt, ist neben diesem Information Overload, ist mangelnde Medienkompetenz vieler Abgeordnete. Was schon mal ein Statement ist, ne? Das muss ich mal überlegen. Also ich meine, das sollten ja eigentlich alles Medienprofis sein und sie kritisiert in aller Deutlichkeit, dass einfach die Menschen im Bundestag nicht adäquat umgehen können mit medialen Einflüssen. Mit medialen, und den gab es halt, ne? Also sie sagt, und das haben uns viele auch bestätigt, es gab vor dieser Abstimmung wochenlang eine massive Kampagne der Anti-Impf-Lobby. Hunderte Mails, jeden Tag, Briefe, Anrufe, alleine bei ihr. Ja.
wir haben uns auch nochmal umgehört, bei anderen ähnlich. FDP, Grüne, selbe Bild. Hunderte Anrufe, hunderte E-Mails, jeden Tag. Zum Teil haben die Masken auch so benutzte Masken verschickt. So Ekelbriefe, ne? Also wirklich total eklig. Und man muss sich überlegen, alle diese Nachrichten, Mails, Briefe, Anrufe waren praktisch alle, also die Zahl, die da genannt wurde, war 98% gegen eine Impfpflicht. Mit anderen Worten, es gibt eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, bloß die sagt nichts. Und die kleine Minderheit in der Bevölkerung hat irgendwie offensichtlich keine anderen Hobbys, als die Bundestagsabgeordneten mit Nachrichten einzudecken und sie geradezu zu terrorisieren, damit sie eine Impfpflicht ablehnen. So, jetzt natürlich die Frage, und da wird es dann richtig spannend, warum beeinflusst das die Menschen im Deutschen Bundestag so? Anke Domscheit-Berg behauptet in ihrem Twitter-Thread, das habe einen sehr großen Einfluss, oder was heißt sie behauptet, sie kann das ja auch nicht belegen, aber sie geht davon aus, weil das eben so eine extrem einseitige Kampagne war, dass das einen großen Einfluss gehabt haben dürfte auf die Meinungsbildung vieler Menschen im Bundestag, und zwar insbesondere deswegen, weil ja jeder sich selber eine Meinung bilden musste, weil, wurde zur Gewissensfrage, hochstilisiert. Das allerdings, Philipp, ist nicht so ganz Konsens, muss man ehrlich sagen. Nein, ein anderer, also die haben das alle, wollten ihren Namen hier nicht hören, aber die haben gesagt, ja, ein anderer sagt, er kennt Kampagnen, aber auch Kampagnen, die halt verpufft sind. Aber bei dieser, also Impfpflicht, glaubt er schon, dass es einen Einfluss gab, besonders auf die Gespräche zwischen den Abgeordneten. Ein anderer MdB sieht das ein bisschen anders, der sagt, ich glaube, dass das so offenkundig eine Kampagne der Schwurbler war, dass sich nur Idioten von sowas beeinflussen lassen. Es haben auch täglich Dutzende Leute bei uns angerufen, alles offenkundig aggressive Leute, die das Thema nehmen, um ihren Systemhass zu adressieren. Mit anderen Worten, also der hat sich offenbar davon nicht beeindrucken lassen. Aber was mich persönlich auch besonders schockiert hat, oder vielleicht da, um da erstmal einen Strich drunter zu machen. Also ich glaube, der Einfluss wechselt, aber es gibt jedenfalls einen klaren Gegenwind. Ja, also jeder, der oder die irgendwie, sagen wir mal, im Internet unterwegs ist, bei Twitter, Insta und irgendwas von sich gibt, ne? Wir machen das bei der Lage, kriegen Feedback. Ich glaube, man macht sehr schnell die Erfahrung, dass irgendwann Kritik kommt. So, es kommt Kritik an irgendwas, was man gemacht hat, in der einen oder anderen Form, aber früher oder später doch durchaus mal aggressiv und persönlich. Und es ist schwer und braucht Übung und auch Selbstdisziplin, um das Verhältnis im Auge zu behalten, um zu wissen, das sind jetzt 5 Leute oder einer oder eine, ja, ja, oder meinetwegen auch 10, die mich hier angreifen. Ich habe aber so und so viele Follower und so viele Hörer und Hörerinnen. Oder es gibt, wie beim Beispiel des Bundestages, Umfragen, die ganz klar repräsentativ bundesweit belegen, eine Mehrheit ist für eine Impfpflicht. Und trotzdem ist es schwer, sich von diesem Shitstorm, der jeden Tag dein E-Mail-Postfach vollmüllt mit du bist doof, Impfpflicht, Diktatur, Skandal, Demokratie, wir finden dich und so, sich davon frei zu machen. Und zu sagen, ja, ist ja schön, dass ihr eine E-Mail schreibt, aber ich weiß, wofür ich stimme, für eine Impfpflicht. Es ist schwer. Ja, und das muss man sich überlegen, das waren wahrscheinlich nur ein paar hundert, vielleicht wenige tausend Menschen. Promille der Bevölkerung in Deutschland, die es mit dieser aggressiven Kampagne geschafft haben, den Bundestag jedenfalls irgendwie zu schieben. So will ich es mal ganz vorsichtig formulieren. Wie gesagt, die Selbstwahrnehmung der MdBs war unterschiedlich, wie groß der Einfluss wirklich ist, aber komplett vom Tisch wischen wollte es dann letztlich keiner oder vielleicht nur eine der Stimmen, die uns gegenüber so geäußert wurde. Und wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, diese ImpfgegnerInnen waren super aggressiv. Da hat mich persönlich besonders berührt ein Detail. Da hat uns eine Abgeordnete hat uns geschrieben, sie habe auch viel Zuspruch bekommen für ihre Position pro Impfpflicht, unter anderem zustimmende Kommentare auf Facebook, aber, und dann schrieb ihr jemand, das zitieren wir jetzt mal im O-Ton, ich wünsche dir ein ganz dickes Fell. Seit ich dir auf Facebook gratuliert habe, bekam ich so viele negative Kommentare oder andere Stalking-Attacken auf meinen Account, dass ich mich gezwungen sah, meinen Kommentar zu löschen. Was stimmt bloß heutzutage mit den Leuten nicht? Ganz schrecklich für mich zu ertragen. Ich folge dir weiterhin als stille Beobachterin. Also sie hat ihren positiven, ermunternden Kommentar gelöscht, weil sie
so viel Gegenwind bekommen hat. Muss man sich mal überlegen, ne? Eine Stimme wieder weniger. Wieder eine Stimme zum Schweigen gebracht. Und das ist, finde ich, was so ein bisschen paradigmatisch steht für das Problem im Internet, dass wir es einfach nicht schaffen, rechtswidrige Übergriffe, solche Attacken wie hier im Internet zu verhindern. Das wollen wir jetzt nicht wieder aufrollen, aber ich denke, es lohnt sich an dieser Stelle einfach, das auch nochmal wieder mitzunehmen, dass diese, wie soll ich sagen, diese Dominanz kleiner, aber extrem aggressiver Gruppen in den sozialen Medien, dass die einfach politische Folgen hat. Wie gesagt, wir haben es gesagt, wie groß die Folgen wirklich sind, können wir nicht belegen, das ist ja auch nur ein Beispiel, aber glaube ich, eindeutig ist, egal, sind diese Kampagnen nicht, und das kann nicht richtig sein, dass ein paar tausend Leute, wenn es hochkommt, es wirklich schaffen, den Bundestag zu manipulieren. Ja. Philipp, wenn man das jetzt mal, wenn man da mal einen Strich drunter macht unter diese ganze Impfpflichtdiskussion, dann würde ich persönlich schon sagen, es ist wirklich ein krasses Versagen der politischen Klasse in Deutschland. Ich stehe da, ehrlich gesagt, wirklich relativ schockiert davor. Ja, angesichts der ganzen Debatte, aber es gilt für Ampel und es gilt für Opposition, wir haben es gesagt, und der Fehler war, finde ich auch, dass dieses ganze Thema 10 Stockwerke zu hoch aufgehängt wurde, ja, Gewissensentscheidung und so weiter und so fort, haben wir auch tausendmal gesagt, ich finde, die hätten da einen Regierungsentwurf vorlegen müssen und dann wäre das Ding durch gewesen und dann wäre das auch befriedend gewesen. Ich finde, das hat mit Gewissen nichts zu tun, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass eben so viele Leute nach den Umfragen eigentlich dafür sind und jetzt haben wir nichts, haben wir gar nichts. Und der Preis ist halt extrem hoch. Wir haben das, was die Corona-Bekämpfung angeht, haben wir es eben schon gesagt, aber ich finde, auf der Meta-Ebene ist der Preis fast noch höher, denn was passiert denn jetzt? Die Menschen in Deutschland bekommen doch den Eindruck, die Politik, ganz pauschal, die Politik kann es nicht. Kleine, laute, irrationale Minderheiten haben den Politikbetrieb in der Hand. Und warum das so ist, beschreibt Anke Domscheit-Berg ja sehr gut. Ne? Mangelnde Medienkompetenz ist jedenfalls ihre Analyse. Aber mal ganz ehrlich, dass das sogar bei Politprofis so ist, jedenfalls bei einigen Politprofis, das ist für mich schon wirklich ein Knaller. Das gibt echt Anlass zur Besorgnis. Aber auf der anderen Seite, wir wissen, wir versuchen immer so ein bisschen konstruktiven Journalismus zu machen und nicht nur zu schreien, was alles nicht funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine offensichtliche Möglichkeit, was wir besser machen können. Denn ich denke, Philipp, das bedeutet doch einfach, wir alle, ja, die schweigende Mehrheit muss einfach lauter werden. Ja, und zwar E-Mails schreiben, anrufen. Wenn euch ein Thema am Herzen liegt, schickt eine E-Mail, ruft an, schickt ein Fax. Könnt ihr auch machen. Ja, kann man auch im Internet sich klicken, dass man ein Fax verschicken kann. Man braucht dafür kein Faxgerät mehr. Seid freundlich. Macht es nicht zu lang und ausufernd, sagt, meine Argumente finden Sie hier an dieser URL. Meistens gibt es ja Kampagnenseiten, wo halt die Kernargumente pro, contra dieses Thema irgendwie aufgelistet sind. Ich bitte Sie, ich flehe Sie an, stimmen Sie so ab. Meine Familie ist auch dafür, mein Umkreis und so. Wir werden so einfach bei diesen Leuten das Gefühl herstellen, den Leuten ist es nicht egal. Da gibt es Tausende von Leuten, denen ist es nicht egal. Und man kann sich diesen komischen Wahrnehmungsbias zunutze machen. Auch ihr werdet wahrscheinlich nur eine oder einer von vielleicht 2000 Leuten sein, die sich melden. Aber das macht halt Eindruck. Das macht den Eindruck, den Leuten ist es nicht egal. Und es gibt nicht nur die eine Seite, die jetzt in dem Fall gegen die Impfpflicht ist. Wenn da jetzt genauso viele Stimmen gekommen wären pro Impfpflicht oder doppelt so viele, dann behaupte ich, wäre das bei dem einen oder der anderen anders ausgegangen. Ja, denken wir zum Beispiel an die vielen Eltern, deren Berufsleben und Privatleben komplett durcheinander geraten ist durch ständige Kita-Schließungen, Schulschließungen, Lockdown hier, Lockdown da. Wenn davon nur jeder Hundertste einen Brief geschrieben hätte, liebe Abgeordnete, lieber Herr Abgeordneter, diese Pandemie war für mich der blanke Horror, das muss jetzt mal ein Ende haben, in Gottes Namen stimmen Sie für diese Impfpflicht. Wenn das nur jeder Hundertste gemacht hätte, dann wären diese Schreihälse gegen die Impfpflicht eine winzig kleine Minderheit gewesen, die hätte man direkt in die Rundablage geworfen. Aber das ist eben nicht passiert. Die schweigende Mehrheit hat auf gehofft, dass sich die Vernunft von alleine durchsetzt, aber das funktioniert einfach nicht. Und deswegen kann man eben wirklich nur sagen, wenn euch etwas wichtig ist, verlasst euch nicht darauf, dass sich die kluge, die richtige, die weise Entscheidung von alleine durchsetzt. Schreibt Briefe, schreibt E-Mails, ruft an und schickt einen Fax. Und wir haben uns beide vorgenommen, Philipp, dass wir das auch in der Lage immer wieder sagen wollen, bei solchen heiklen Entscheidungen, dass man das einfach tun soll. Ich muss ganz ehrlich sagen,
für mich war das jetzt auch eine spannende Erkenntnis. Ich habe immer gedacht, meine Güte, ey, diese Briefe in den Bundestag, meine Güte, das ist so ein bisschen nerdig, das macht doch, also das machen nur die ganz Durchgeknallten und das hat relativ wenig Einfluss. Aber man sieht an diesem Beispiel, der Einfluss ist enorm und mir persönlich liegt es am Herzen, dass die Klugen, die Vernünftigen diesen Einfluss geltend machen. Denn ich würde einfach mal sagen, Philipp, wir sind mehr. Ne? Die klugen, vernünftigen, nicht fanatisierten, nicht so viel Russia Today schauenden Menschen sind Gott sei Dank in der Mehrheit. Nur man muss es auch spüren. Mit diesen Worten, mit diesen Worten, Ulf, ist die Lage der Nation für diese Woche abschließend und wie immer sehr ausführlich erörtert. Wir danken euch, dass ihr gekommen seid. Wir danken fürs Zuhören. Ein ganz tolles Publikum. An den Hörgeräten auch, weil die hören das ja jetzt auch. Es war eine große Freude, hier im Saal zu sein. Und es ist mir immer eine große Freude, dass so viele Menschen der Lage zuhören, mit uns diskutieren. Gleich hier im Anschluss an die Veranstaltung vor der Tür mit uns diskutieren, mit uns im Lageforum diskutieren unter talk.lagedernation.org und natürlich auch auf Twitter und in diesen vielen anderen sozialen Medien. Genau. Wir sagen hier in die Hörgeräte, danke fürs Zuhören und in den Saal, danke, dass ihr da wart. Und dann sehen wir uns gleich. Bleibt noch da. Es gibt noch, also die Reihenfolge ist, gleich gibt es Fragen, dann gibt es das da und dann gibt es ein Getränk. Und die lieben Menschen da draußen, habt einen guten Start in die neue Woche. Bis bald. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Achso. So, jetzt kommen wir zum Armen. So, Philipp, jetzt geht's gleich los. Ich hab das Ding wieder nicht. Aber, ja, das macht ja nichts. Ich fange mal mit den ersten ein, zwei Fragen an und dann machst du es nebenbei. Philipp, die juicy questions kommen hier ganz gleich oben. Gleich zum Anfang. Verbringen wir auch außerhalb der Lage noch Zeit zusammen? So in der Sauna oder so. In der Sauna. Ja, also... wir gehen manchmal essen, ich koche manchmal was für dich. Das ist immer sehr schön, zum Beispiel zum Lagegeburtstag ist das so ein bisschen Tradition. Ne? Na, und wir feiern natürlich schon auch gelegentlich mal zusammen, wobei man ja sagen muss, wir sehen uns ja einfach mit der Lage, das ist vielleicht eine ganz elegante Überleitung zu einer anderen Frage, wir sehen uns ja im Kontext der Lage auch sehr regelmäßig. Aber wir haben auch schon zusammen Urlaub gemacht. Absolut, in diesem Sommer, ja, also im vergangenen Sommer, was sehr schön war, was man ja, genau, Philipp ist ja ein großer Fuchs, was das Segeln angeht, muss man sagen. Ja? Und dann sind wir ein bisschen zusammen gesegelt. Das muss man sagen, war wirklich sehr, sehr schön, ja. Was ist die nächste Frage? Scheiterte die Impfpflicht an den fehlenden Schildern, Philipp? Ich glaube, es gab einen Spritzenmangel. Ja, das wird es wohl gewesen sein. Das ist einfach ein schwieriges Gut. Schwer zu kriegen. Ja, schon ganz schwierig. Also, was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, was ich zum Beispiel sehr gerne, was wir mal erklären können, wie bereitet ihr eigentlich euren Podcast vor und wie koordiniert ihr euch während des Podcasts? Das sind ja eigentlich zwei Fragen, da hast du ein bisschen geschummelt, liebe Laura. Wir fangen mal mit der zweiten Frage an. Wie koordinieren wir uns? Ehrlich gesagt, tragen wir die Sendung heute vor, wie auch jede andere Lage, auf der Grundlage der sogenannten Pads. Ne? Also altgediente Lagehörerinnen wissen das. Es gibt quasi eine Grundlage und das ist technisch betrachtet ein Google Doc. Und dieses Google Doc ist im Grunde eine Sammlung von Stichworten. Und das ist ganz wichtig, da stehen Stichworte drin und Halbsätze, aber eben keine ganzen Sätze. Und es steht insbesondere auch nicht drin, wer was sagt. Und ich glaube, das ist... so rein rhetorisch eines der Erfolgsgeheimnisse, weil dadurch die Lage eben tatsächlich jedes Mal anders ist und jedes Mal spontan entsteht. Und ganz lustig ist es mir jetzt aufgefallen, also wir hatten für die drei Lage-Live-Veranstaltungen, die wir in dieser Woche gemacht haben, ein Pad, das hat sich natürlich weiterentwickelt, also ihr habt jetzt quasi die frischeste Form davon gehört. Aber wir haben zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Sachen gesagt. Ne? Also mir ist es jetzt heute richtig aufgefallen, eine Stelle, die hat einmal Philipp gesagt, einmal ich und dann wieder ich. Oder so. Ja, es ist aber auch wichtig, also als wir damit angefangen haben, war uns ja wichtig, dass wir also einerseits so einen relativ lockeren, gesprächigen, ungeskripteten Podcast haben. Auf der anderen Seite wollten wir aber nicht, dass das, wie das oft in solchen Formaten ist, erstmal losgeht und dann will man was erklären, dann fällt man ein, ach ja, wir hätten ja ganz anders anfangen müssen, sonst versteht man es ja gar nicht und ach ja, hier fehlt uns ja noch die Zahl und was hat der Typ nochmal gesagt und wer war das eigentlich nochmal und wie ist der nochmal und wie viele Tonnen waren das jetzt nochmal und gerade, also was wir vermeiden wollten, war, dass das total
hin und her meandert und ein Chaos gibt und man sich ständig irgendwie verbessern muss und so, sondern und so ist halt quasi dieses Pad entstanden, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen die Themen, klar, aber wir brauchen auch eine Basis-Dramaturgie, damit wir, und das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch übrigens, also wenn ihr fragt, wie bereiten wir das vor, wir fangen Montag an mit dem Pad, sitzen aber Dienstag den ganzen Tag zusammen und viel von diesem Dienstag geht einfach damit drauf, sich zu überlegen, okay, das Thema, klar, ist offensichtlich, aber wie passt das da rein? Wie gehen wir das an? Wie passt das zu dem? Ist das ein Thema oder folgt das da drauf oder wie hängt das miteinander zusammen? Und diese Diskussion, die könnte man auch im Podcast führen, aber dann hätten wir einen 5-Stunden-Podcast, in dem 80 Mal dasselbe gesagt wird. Ja. Und deswegen ist dies hier so ein bisschen, was wir im Pad aufschreiben, so ein bisschen diese Essenz dieser Strukturierungsdebatte und Hierarchisierungsdebatte. Was ist wichtig? Was folgt woraus? Und wo wollen wir mit dieser Argumentation eigentlich hin? Und dieses Puzzle, das machen wir im Pad und das kostet viel Zeit. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die wichtigste Vorbereitung. Ne? Deswegen steht dann sprachlich gar nicht so wahnsinnig viel drin. Also Zitate natürlich, ne? Die schreiben wir im O-Ton rein, die machen wir dann sogar extra kursiv, damit man weiß, das muss man jetzt auch wörtlich vortragen oder man muss es paraphrasieren und dann aber auch in Konjunktiv setzen und so. Aber im Prinzip sind es wirklich nur Stichwörter, aber die Gliederung, ne? So der gedankliche Fluss, das ist, glaube ich, die eigentliche Vorbereitungsleistung. Ja. Und Philipp hat es gerade angedeutet, wir treffen uns inzwischen mindestens zweimal die Woche. Also wir haben so quasi zwei Lagetage. Wir haben ja seit über 2 Jahren ein kleines Studio in Berlin. Das ist so quasi Untermiete bei einer befreundeten Firma. Und dort treffen wir uns immer dienstags zu dem Redaktionstag und am Donnerstag ist dann Aufnahme. Und an beiden Tagen arbeiten wir aber noch ziemlich intensiv am Pad. Auch am Donnerstag wird das Pad noch wirklich nochmal richtig durchgebürstet. Den Vormittag, ne? Bis mittags irgendwie. Ne? Und dann gehen wir Mittagessen und quatschen noch ein bisschen und auch dabei reifen natürlich noch so Gedanken. Also es ist wirklich so, dass Philipp hat das, finde ich, gerade sehr schön gesagt, dass also in diesen 1 bis 2 Stunden oder wahrscheinlich eher so 1,5 bis 2 Stunden Podcast bestimmt, ich weiß nicht, 5 Stunden Debatte, Diskussion, Ping-Pong stecken, manchmal vorher. Auch 10. Ja, manchmal auch 10, je nachdem. Ja. Und ich meine, wir telefonieren dann auch nochmal zwischendurch. Ne? Ich habe hier noch was gefunden und so. Also wir stehen schon in einem sehr, sehr intensiven Austausch. Und dann gibt es ja noch andere Dinge. Wir versuchen, Interviews zu organisieren. Ne? Da muss man dann simsen, da muss man uns absprechen, wollen wir den einladen, wollen wir die einladen und so. Ja, ist eine Menge. Ganz interessant noch die Frage, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, Philipp? Die kam mehrfach. Kam mehrfach, ja. Das fanden die Leute schon spannend. Next. Nein, ein kleiner Witz. Also ich habe ja schon länger Podcast gemacht, seit 2005 und unter anderem war ich da fürs Küchenradio unterwegs und da habe ich Ulf dann irgendwann mal eingeladen und dann saßen wir irgendwann mal beim im Berliner Kongresszentrum in einem fensterlosen Raum unter der Treppe mit Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club und haben ein Interview gemacht. Und seitdem haben wir es so ein bisschen im Auge behalten und dann irgendwie sind wir immer aneinander rumgekreist und irgendwann haben wir die Lage gemacht. So sieht's aus, ne? Das war wirklich sehr lustig. Wir sind danach dieser Podcast-Sendung noch zum alten Kumpel von Philipp gegangen, haben wir eine Party gefeiert. Legendär, ne? Ja. Legendär in so einer Schöneberger Altbauwohnung. Ich würde sagen, 50% der Leute bei dieser Party können sich an die Party selber nicht mehr erinnern. Aber es war also wirklich, es war für mich ein sehr eindrucksvoller Abend aus quasi architektonischen Gründen. Das war nämlich das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen auf 3 Etagen gestaffelten Stuck gesehen habe. Sowas Krasses hatte ich vorher und nachher noch nie gesehen. Okay, wie Open Source affin wir eigentlich sind, trotz Google Pad und MacBooks. Ja. Also Google, man muss sagen, wir haben ungefähr jede Open Source Variante dieser Technik. Also wir arbeiten gleichzeitig an einem Dokument und das fliegt uns nicht alle 2 Sekunden um die Ohren. Da haben wir vorher alles durchprobiert, was es so an Open Source und Freeware und hier und da und bla gibt. Das heißt ja nicht umsonst Pad. Ja. Das heißt Pad, weil es lange Zeit technisch ein Etherpad war, was vielleicht so ein paar Open Source Enthusiastinnen kennen werden. Aber das hat halt einfach nicht funktioniert. Nichts deswegen davon. Sind wir bei Google gelandet. Ja. Und MacBooks, ja, aber das war es dann aber auch schon mit proprietärer Software. Ne? Also unsere gesamte Server-Software ist alles Open Source. Das sind alles Linux-Server, die wir auch selber administrieren. Nextcloud, wir haben so eine eigene Nextcloud, um die ganzen Daten und Kalender und sowas zu machen. Genau, wir nutzen viel PGP und so. Also wir sind extrem Open Source affin und werben das ja auch in der Lage immer. Es gibt nur einfach bestimmte Dinge, die nicht funktionieren. Und da würde ich dann zum Beispiel sagen, also Funktion ist halt einfach schon zentral. Der Laden muss laufen. Ja. Ne? Das ist schon wichtig. Ja.
So, was haben wir denn noch schon? Wie viele Hörerinnen hat die Lage inzwischen? Na, das ist natürlich statistisch immer nicht so ganz einfach. Wir können ausrechnen, dass es so, dass die Reichweite, also Menschen, die etwa oder mindestens einmal im Monat eine Lage hören, da sind wir inzwischen bei einer Dreiviertelmillion. So ungefähr. Es gibt so 250.000, 260.000 Menschen, die uns auf Spotify abonniert haben und eine knappe oder gut über eine halbe Million Menschen, die wenigstens einmal im Monat eine Folge runterladen. Muss man vielleicht noch die Leute abziehen, die dann sowohl Spotify nutzen als auch eine andere Podcast-App. So. Aber ihr seht schon, so 750.000 App mindestens einmal im Monat. Und jede einzelne Folge, Philipp, was würdest du sagen? Ja, irgendwie sowas um die 300.000, vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und wir haben so 1,678 Millionen Downloads im Monat. Aber das sind eben die laufenden Folgen, aber es werden eben auch noch alte Folgen runtergeladen. Aber das ist irgendwie so die Größenordnung, mit der wir da hantieren. Ja. Hier wird gefragt, wie wir das Osterpaket bewerten. Na, da können Sie euch mit Freuden auf die gesendete Fassung vertrösten, denn das haben wir in einer der anderen Lagen-Lives ausführlich besprochen. Das schneiden wir dann hinterher rein. Philipp, wolltest du schon immer Journalist werden? Muss ich mal überlegen. Also es wäre natürlich jetzt ein bisschen vermessen. Also lange wusste ich gar nicht, was ich werden wollte. Aber schon immer Journalist. Relativ früh, würde ich denken, also definiere immer, ne? Aber irgendwann habe ich in der Schule mal für so eine Schulzeitung mal was geschrieben und das hat Spaß gemacht und dann bin ich in die Schülerzeitung gegangen, das war der Horror und dann dachte ich, ich will doch kein Journalist werden und dann wusste ich irgendwann gar nicht mehr, was ich machen soll und dann bin ich mal zu Sat.1 zum Regionalreport gegangen. Und da wusste ich dann auch nicht, was das soll mit dem Journalismus. Aber so hat sich das dann irgendwie gefunden. Aber ich bin immer schon drum gekreist, so glaube ich, kann man das sagen, ja. Ja, jetzt kommt ein etwas, wie soll ich sagen, etwas kerniger. Ach so, genau, also genau, jetzt wusste ich, was ich sagen wollte. Journalist, also ich bin immer, wo ich, deswegen habe ich so ein bisschen nachgedacht, ich bin immer so geschwankt zwischen, sagen wir mal, Journalismus, Schreiben, Radio, Fernsehen oder Fotografie. Also ich habe eine Zeit lang viel Fotos gemacht, auch bei der Taz so ein bisschen gearbeitet und da war ich dann irgendwann so ein bisschen in so einem Zwiespalt, soll ich jetzt Fotograf werden oder soll ich doch irgendwie schreiben, Radio oder so und bin dann am Ende beim Radio gelandet. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Also, welche Themen würdet ihr gerne behandeln, die aber aufgrund fehlender Zeit oder fehlender Nachrichtenrelevanz keinen Platz finden? Na, jede Woche gibt es Themen, die wir überlegen und nicht reinnehmen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Muss man sagen, ja, weil, ja, also es ist natürlich eine Kapazitätsgeschichte. Wir überlegen manchmal, wir haben das immer so Nachricht oder News oder sowas genannt, sollen wir in der Sendung einfach erwähnen, also wie so eine, wirklich so eine Nachricht, einfach nur sagen, das und das ist passiert, damit das in der Lage drin ist. Ja, also ohne groß Hintergrund erklären und Zusammenhänge erklären und irgendwie eine schlaue Bewertung sich überlegen, sondern einfach nur sagen, so und so ist das passiert. Und ich weiß nicht, manchmal haben wir es gemacht, da war es okay, aber so grundsätzlich würde ich sagen, es ist einfach nicht unser Format. Ja, klar. Das ist, ja, dieses kurze Update, ne, so, das ist auch einfach, glaube ich, im Podcast relativ langweilig und das ist dann noch wiederum besonders problematisch, wenn man ein Wochenformat gestaltet, so wie wir, ne? Denn dann sind die Dinge im Zweifel auch schon ein paar Tage alt und so. Also wir hatten am Anfang mal so ein bisschen so ein Stichwort auch manchmal in unseren Redaktionsdebatten, das lautete Chronistenpflicht. Ja. Ne? Da dachten wir müssen tatsächlich alles, was in der Woche wichtig war, melden, auch wenn wir vielleicht gar nichts Eigenes dazu beizutragen haben. Und davon sind wir aber, glaube ich, unterm Strich ziemlich abgekommen. Da sind wir abgekommen. Ja. Was wir manchmal machen ist, also ich schlage ein Thema vor, Ulf sagt, das ist aber langweilig, Ulf schlägt ein Thema vor und ich sage, was soll denn das, das ist doch langweilig. Und dann sitzen wir da manchmal und dann versucht der eine den anderen zu überzeugen und in dieser Debatte merkt man dann auf einmal, ah, na okay, dann lass uns das reinnehmen und dann kannst du mich in der Sendung versuchen zu überzeugen oder sowas. Oder bei diesem Versuch, den anderen zu überzeugen, kommt dann doch noch irgendwie so ein Aspekt, wo man denkt, ah, das ist doch interessant, na komm, dann machen wir das. Also das gibt's schon manchmal, aber ansonsten haben wir da jetzt, ja. Nicht Phil, so viel. Noch eine härtere Frage, würde ich mal sagen. Inwieweit haltet ihr die russische Bevölkerung für mitschuldig? Das ist eine interessante Frage, das habe ich mich auch schon gefragt. Also ich finde, so ganz freisprechen kann man sie nicht, denn klar, sie haben natürlich diese schleichende Autokratisierung ihres Staates, die ist ja jetzt nicht über Nacht gekommen, sondern es gab ja schon nach
1991, also nach dem Ende der Sowjetunion, auch eine Zeit, wo es durchaus ein buntes Parlament gab, wo es durchaus relativ freie Wahlen gab. Und auch Putin war ja nicht von Anfang an jemand, der Oppositionelle umgebracht hat und so. Also ich weiß noch, dass ich damals beim Spiegel war in der Zeit, als Putin an die Macht kam, und da hat der damalige Bürochef Jörg Mettke so einen Artikel geschrieben, ein ultra düsteres Szenario, so der KGB übernimmt die Macht und alle sollten sich bewusst sein, wo das hinführt. Und ich dachte damals nur so, Junge, jetzt haust du aber ganz schön auf die Kacke, das ist doch hier so eine Demokratie und das entwickelt sich schon und so. Und er hat, glaube ich, in vielem Recht behalten. Aber ich würde sagen, um auf die Frage zurückzukommen, ich würde sagen, die sind natürlich auch mit zum Teil selbstverantwortlich. Denn es gibt ja durchaus Leute wie Nawalny und andere und auch viele Mutige, die da auf die Straßen gegangen sind und die dafür Rabatz gesorgt haben und die ja hätten auch was bewegen können, nur das hätte ihnen früher einfallen müssen, es hätten mehr Leute sein müssen und das ist halt nicht passiert. Ich glaube, wenn vor 10 Jahren oder vielleicht, sagen wir mal, spätestens zur Krim-Besetzung, da die Leute massenhaft auf die Straße gegangen wären, hätte sich vielleicht schon was ändern können. Ja. Aber dieses Regime hat sich halt über die letzten 20 Jahre so etabliert und so breit gemacht, dass da irgendwann dann wahrscheinlich relativ wenig noch zu machen war. Ja, ich habe dazu noch einen Tipp. Also Philipp kennt sich ja in Russland viel besser aus als ich, aber ich habe in den letzten Tagen immerhin einen Film gesehen, den ich sehr empfehlen kann. Das wollten wir auch in der Lage nochmal sagen. Das machen wir dann mal nächste Woche. Nämlich so eine Doku über den russischen Fernsehkanal Dosht. Ne, das ist also ein Kanal, der ursprünglich mal ein reines Lifestyle-Programm sein wollte und dann so fast zufällig sich reinentwickelt hat in die Rolle eines der führendsten oder der führenden Oppositionsprogramme. Und da sieht man sehr schön, was die so geleistet haben, was die schaffen konnten, aber ehrlich gesagt sieht man eben auch, wo deren Grenzen lagen und wie das Regime die einfach, muss man glaube ich sagen, peu à peu fertig gemacht hat. Ne? Und das ist schon ziemlich düster, aber trotzdem lohnt sich das mal anzusehen, findet man in der ARD Mediathek. Eine schönere Nachricht habe ich für euch zu bieten als Antwort auf die Frage, wie oft werdet ihr für eure Meinung angefeindet, Philipp? Also angefeindet würde ich sagen eigentlich nie. Genau, und das ist, finde ich, die zentrale Botschaft. Wir werden eigentlich überhaupt nicht angefeindet. Wir hatten auch noch nicht irgendwie eine Patrone im Briefkasten oder eine tote Maus oder irgendwelche Drohbriefe von irgendwelchen Neonazis. Nee. Also wir wollen es jetzt auch nicht provozieren, ne? Klopf auf Holz, aber erfreulicherweise ist gegen uns bislang eigentlich relativ wenig vorgegangen worden, mal so ein bisschen Kritik auf Twitter, aber wie ich fand, also nie, aber sachlich, ne? Also alles völlig im Rahmen. Alles völlig im Rahmen, nicht zu vergleichen mit dem, was sich viele andere Frauen und andere Vertreter von Minderheiten und so anhören müssen. Also das ist wirklich Kritik und manchmal ist sie auch ein bisschen harsch und so, aber das ist alles Kindergarten im Vergleich zu dem, was andere machen, durchmachen müssen und sowas erleben wir nicht, komischerweise. Ja. Philipp, was meinst du? Wollen wir zum letzten Teil übergehen? Wir haben nämlich noch einen Schmankerl für euch. Das ist so ein bisschen so, ich dachte immer so, wenn wir jetzt uns hier hinsetzen, dann müssen wir den Leuten auch irgendwie auch ein bisschen was bieten. Und vielleicht wollen die ja auch... Wir haben uns ja extra fein gemacht. Wir haben es so ein bisschen fein gemacht. Geduscht und so. Vielleicht reicht das ja nicht. Und ich dachte, vielleicht interessiert es ja auch mal, Ulf in Unterhose zu sehen. Und ich habe nämlich oder Philipp im Hawaii-Röckchen. Genau. Baströckchen. Und da fiel mir ein, dass ich ja Ulf mal ein Buch geschenkt habe zu Weihnachten. Ist das nicht sweet? Philipp hat mir zu Weihnachten ein Fotobuch gemacht. Mhm. Ich fand das wirklich sehr, sehr nett. Seht ihr das Cover. Das ist das Titelbild. Und ich dachte, vielleicht können wir ja zumindest ausschnittsweise das können wir mal rausmachen. Ich kann es mal den Strom da rausziehen, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Und dann dachte ich, vielleicht können wir euch das ja mal so als den treuesten Hörern und Hörerinnen. So im kleinen Kreis. Im kleinen Kreis mal. Machen wir mal Lage intim. Lage intim. Ne? Wo auch die Frage kam, wie läuft denn euer Tag ab und so, das ist so ein typischer Dienstagmorgen. Ulf will immer Kaffee trinken.
Ja, ich finde das wichtig. Ich finde, das ist also das gruppendynamisch total wertvoll. Total wertvoll. Wir kommen ins Büro und dann quatschen wir mal ein paar Minuten und dann irgendwann sage ich, komm, Phil, lass uns doch erstmal einen Kaffee trinken. Erstmal einen Kaffee trinken. Und ich denke dann so, ja, aber wir haben doch noch was zu tun, aber wir trinken erstmal einen Kaffee. Und dabei gibt es aber diese ganzen benannten Debatten und was machen wir, wie machen wir es und so. Das besprechen wir an diesem Frühstückstisch. Ja. Ulf isst morgens meistens Müsli. Ich habe schon gefrühstückt, wenn ich komme. Ja. Und dann kauft Philipp noch immer für die Mittagspause so ein Bagel mit Putinbrust, genau, wie er sagt. Ja. Und das ist unser Büro, von dem Ulf auch schon erzählt hat. Wie gesagt, so ein bisschen zur Untermiete. Da sind bei so einer befreundeten Firma, mit der wir auch was machen. Und da kommen dann eben auch manchmal Leute vorbei zum Interview. Aber das ist im Kern so die Situation, in der wir unseren Podcast aufnehmen. Also da seht ihr zum Beispiel, wie dieses letzte Sommerinterview mit Karl Lauterbach entstanden ist. Ich weiß nicht, ob man ihn noch erkennt da in den letzten Reihen. Das ist Karl Lauterbach hinten rechts hinter der Blume, was wiederum auch ein Geburtstagsgeschenk war. Genau, da sieht man Karl Lauterbach. Genau, und dann hockt man da so, wir haben unseren Pad. Manchmal schweigen wir uns auch stundenlang an. Aber jeder hackt dann so ein bisschen was rein. Das ist das Foto von unserer 250. So bereiten wir uns auf die Sendung vor. Erstmal ein Fläschchen Shampoos, ne, damit wir alle so ein bisschen lockerer werden. Nein, das ist tatsächlich unsere Geburtstagsfeier im März letzten Jahres, 250. Lagesendung. Ja, haben wir einen Livestream gemacht. Oder 5 Jahre Lage. Was war es jetzt? Ich glaube, es war beides, glaube ich. War beides etwa? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, wir hatten Geburtstag und wir hatten zum Einzug eine Flasche Shampoos geschenkt bekommen, die dann Corona-bedingt irgendwie nie getrunken wurde und deswegen haben wir die dann bei der Gelegenheit mal geköpft. So. Ja. Genau, dann sind wir auch ein bisschen unterwegs manchmal. Ein paar von den Fotos habt ihr vielleicht schon gesehen. Da waren wir bei Annalena Baerbock unterwegs und da war dann auch oft die Frage, wie kommt denn sowas zustande? Wie organisiert man sowas? Und das ist total banal. Ja. Die Kampagne von Annalena Baerbock hat eine Webseite, da steht drauf Presse, da ist eine E-Mail, da schickt man hin, hallo, wir würden gerne mit Annalena Baerbock ein Interview führen, wir brauchen eine Stunde. Und dann kommt zurück, ja, im Prinzip können wir es machen, aber wir sind unterwegs. Könntet ihr auch nach Ingolstadt kommen? Und wir würden dann aber mit dem Bus schon losfahren und ihr müsstet dann in wo, Bayreuth oder wo von wir da Passau nach Regensburg. Passau nach Regensburg, ne? Keine Ahnung, wieder aussteigen, passt das? Und dann haben wir gesagt, ja, passt, wir kommen hin, so ein bisschen Logistik, Timing, ja, worum soll es gehen? Ja, Kampagne, Themen, Wahlprogramm, ja, okay, alles klar. Und dann kommt man da zu dem Bus und dann bauen wir da hier diese Technik auf, dauert 10 Minuten, dann kriegt Frau Baerbock unseren Helm auf und ich habe ihr das auch so gerichtet wie Ulf vorhin und dann haben wir uns eine Stunde unterhalten und dann gehen wir wieder raus. Und man muss auch sagen, sie hat sich einmal während des Interviews versprochen, also hat eine falsche Zahl genannt, dann hat ihr Pressesprecher, der daneben saß, gesagt, nicht 400, irgendwie, weiß ich nicht, 85, sondern 585 und dann hat sie gesagt, können wir das schneiden? Und ich gesagt, na klar, können wir das schneiden. Niemand will, hat ein Interesse daran, dass eine falsche Zahl rübergeschnitten wird. Das war der einzige inhaltliche Schnitt, den wir gemacht haben. Ja, das ist nämlich das Wichtige. Ne? Also der große Unterschied zwischen solchen Audio-Interviews und Print-Interviews ist ja, dass bei den Print-Interviews jede Zeile autorisiert wird. Das ist so ein bisschen eingerissen im deutschen Journalismus. Man schickt quasi die Mitschrift des Interviews hin und dann hinterher geht dann die Pressestelle des Ministers nochmal drüber und schreibt das Interview um. Ne? Und das machen wir im Audiobereich halt nicht, sondern da gilt im Prinzip das gesprochene Wort, mit Ausnahme natürlich von Schönheitsoperationen, ne? Also wie gesagt, Äs rausschneiden oder eben offensichtliche Fehler, aber das ist wie gesagt ein Schnitt in anderthalb Stunden. Genau. Ne? Und also autorisieren heißt ja auch, die Kollegen aus dem Print machen das häufig so, dass sie das abtippen und so machen, wie sie es gerne drucken würden. Dann geht die Pressestelle drüber. Aber das ist natürlich ein Hin und Her. Ne? Wenn die Pressestelle die ganzen Juice daraus kürzt, dann sagen die Kolleginnen und Kollegen von der Zeitung auch, ja, also das wollen wir nicht drucken, das ist uninteressant. Also das ist immer so ein bisschen so ein Handel, aber das gibt es halt hier nicht und deswegen ist das auch immer relativ mutig, finde ich, wenn sich Politiker, Politikerinnen auf so ein Interview einlassen, eine Stunde mehr oder weniger ohne Kontrolle und ohne Einwirkung darauf, was dann am Ende wirklich dann auch gesendet wird. Deswegen zum Beispiel macht das ja auch nicht jeder. Ne? Also ich meine, Armin Laschet zum Beispiel, Olaf Scholz, haben sich ja dem Lageinterview im Bundestagswahlkampf nicht gestellt. Laschet hat nämlich gar nicht geantwortet. Bei Olaf Scholz muss man sagen, Benefit of the doubt. Sie wollten schon. Wir hatten auch Terminprobleme. Ich hatte schon den Eindruck, dass Scholz wollte. Wir haben es halt terminlich nicht hingekriegt. Aber wir stellen ja dauernd Anfragen, die nicht. Aber Armin, geh noch mal gerade bitte einmal zurück. Was man nämlich auf diesen Bildern auch sieht, sind noch so ein paar nette Details. Also auf meinem Laptop zum Beispiel sieht man, wie das Pad aussieht. Ne? Also einfach eine Liste von Stichworten. Und finde ich auch ein ganz wichtiges Detail. Philipp hat ein paar Podcast-Schuhe. Ne? Also nur diese rosa Schuhe gewähren einen soliden Podcast. Nur echt mit rosa Turnschuhen. Genau. Und wir haben in München sogar bemerkenswerte Tipps bekommen, wie man die wieder blank putzen kann, Philipp. Ne? Zahnpasta. Und wie man an mir sieht, ich habe nur ein Outfit eigentlich. Ja, ich habe nur weiße Hemden. Tut mir leid. Richterkrankheit.
Dann waren wir unterwegs hier, Windkraftfolge, haben vielleicht einige auch gehört. Da waren wir in diesem Turm drin, in diesem Windrad. Hier kein Ton, da sehr laut und sehr hoch, 140 Meter ging es da hoch. Das fand ich schon Kölner Dom. Auch erstaunlich. Ja. In so einem Windrad drin. Wir sind natürlich immer mit dem Zug unterwegs. Ja. Und wie man hier auch sieht, Philipp hat einen neuen Fotoapparat, mit dem man so die Tiefenschärfe regulieren kann. Und wie man sieht, spielt er damit auch gerne. Ne? Das ist, finde ich, ganz süß eigentlich. Seitdem gibt es immer Bilder mit unscharfem Vorder- oder Hintergrund. Ja. Viele fragen sich, wenn ihr so zusammen reist, schlaft ihr in einem Bett oder in zwei? Ne? So viel zum Thema Juicy Details / Lage intim. Wir haben aber zwei getrennte Betten, wie man sieht. Und das ist sogar eigentlich noch mehr Intimität als in der Realität. Das war nämlich mein Schlafzimmer. Philipp hatte seins nebenan. Aber wir fanden diese Betten so wunderschön, deswegen haben wir die mal draufgenommen. Ja, das ist auch übrigens ein kleines Detail aus unserer Recherchereise in Sachen Digitalisierung der Verwaltung. Vermutlich einer der Tiefpunkte unserer Beziehung. Absolut. Da war ich kurz mal, in München kam die Frage, seid ihr auch manchmal genervt? Da war ich kurz davor. Da waren wir unterwegs, irgendwie ewig rumgegurkt und wir wollten zum Hotel Schäferhof in Amorbach. Amorbach. Im Nirgendwo. Im Nirgendwo. Ich fahre, Ulf navigiert. Wie ihr euch vorstellen könntet, natürlich mit Map-Alarm. Und ich hatte in der OpenStreetMap einen Waldweg gefunden, der die direkte Verbindung vom Standort zum Hotel. Ja, also die 7 Kilometer lange Schleife über die Straßen, die fand ich irgendwie total lächerlich. Also habe ich gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Waldweg. Was ich nicht reingerechnet hatte, war, dass es da irgendwie eine Woche geregnet hatte und so ein Tesla auch 2-3 Tonnen wiegt. Deswegen sind wir da irgendwie nach wenigen Metern abgeglitten. Stecken geblieben. Und wir haben den stehen lassen über Nacht. Das Hotel hat uns abgeholt und wir sind dann am nächsten Morgen irgendwie mit dem Handwerker des Hotels da runtergegurkt. Ja. Und da hat die Kiste aus dem Dreck gezogen. Aber ich lege Wert auf die Feststellung, Map-Alarm ist nicht schuld, es war menschliches Versagen. Ja? Wie so häufig sitzt das Problem in aller Regel vor dem Rechner. Ja? Ja, das ist unser kleines Restaurant, in dem wir mittags immer essen gehen, so ein kleiner Italiener unten bei uns im Büro. Da haben wir auch manchmal so Teamtreffen. Bei uns findet ja wahnsinnig viel Remote statt, aber ja, da waren wir mal irgendwie was trinken. Robert schreibt die Newsletter rechts, Chiara macht so die Post-Production, also macht die Shownotes alle zusammen und bearbeitet das Audio und macht sozusagen die ganze Publikation. Ich gucke da noch einmal drüber und dann veröffentlichen wir das. Ulf, Sabine macht bei uns so Finanzen, wir nennen das auch so Ad Operations, also sie plant die Werbung, weiß, wer wann, wie oft gesendet werden muss, stellt das in unser System ein und macht auch die Abrechnung. Wir sind insgesamt 10 mittlerweile, 10 oder 11 Leute. Ja. So, das. Ah, ja, genau. Jetzt kommt wieder was sehr Persönliches. Ihr erinnert euch an dieses schöne Foto mit dem Wasser und den Bierflaschen da auf dem Cover. Das ist quasi jetzt dasselbe. Wir haben nämlich im letzten Frühjahr so ein kleines Retreat gemacht. Wir haben jetzt schon mehrfach nach einem deutschen Wort gesucht. Irgendwie so im Grunde so eine Art Arbeitsausflug. Da waren wir in Werder an der Havel in einer ganz netten Ferienwohnung, haben da tatsächlich ein paar Tage intensiv gearbeitet. Da sieht man deswegen auch die Laptops. Und Philipp hat genau. Gekocht, ich habe gekocht und es war nah an ungenießbar, muss man sagen. Also Ulf hat, glaube ich, so einen Happen oder zwei gegessen und meinte, du, das ist so gut, aber ich kann nicht mehr. Und dann, ja, manchmal bin ich ein bisschen diplomatisch. So. Und es ist halt mariniertes Thunfischsteak und da stand drin 20 Minuten marinieren. Ich dachte, aber ein Wochenende Marinade schadet doch auch nicht. Und je mehr das da durchzieht, desto besser ist es doch und so. Es war einfach total versalzen. Es war wirklich nah und ungenießbar. Ich fand es nicht so schlecht, Philipp, ganz ehrlich. Aber gut. Okay. Ja. Wir haben dann trotzdem noch eine gute Sendung aufgenommen. Da sieht man übrigens auch wieder das Pad links. Manchmal sind auch Fotos drin. Da ist das Foto mit der Unterhose, da saßen wir. Ja, also ich bin bei uns ja für die IT zuständig und da gab es irgendwie ein nächtliches kleines IT-Problem, irgendein Server schwächelte und dann habe ich mich nochmal aus den Federn geschwungen und nochmal an den Laptop gesetzt und Philipp hat verruchterweise aus dem Hinterhalt dieses Foto geschossen. Du hast geschossen. Das gar nicht mitgekriegt. Ich war halt konzentriert. Aber es war abgesprochen. Musste den Server retten. Das war abgesprochen. Genau, und fair geht vor, wenn Ulf in der Unterhose, dann auch ich in der Unterhose. Philipp hat mal ins Familienalbum gegriffen, ne? Genau. In den 70ern war da was. Also Brusthaar-Typ habe ich wieder abgenommen. Das ist der Steg von dieser Ferienwohnung da an der Havel. Ich glaube, da fahren wir jetzt regelmäßig hin. Das war schön, ne? Ja, das war schön. Würde ich auch sagen, ne? Und damit würde ich sagen. Bier schmeckt auch gut. Und damit würde ich sagen, war es das dann auch wirklich für diese Lage live? Aus die Maus. Aus die Maus. Schön, dass ihr da seid. Draußen noch zu einem Drink.